So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Hermann Ehlers Veranstaltung. Ein besonderes Willkommen unserem Gast, Herrn Professor Justen von der Universität Greifswald. Ich darf Ihnen unseren Gast zunächst vorstellen. Eigentlich ist gar nicht nötig, denn er hat eine hervorragende Webseite, die ich sehr empfehlen kann. Sehr illustrativ, mit vielen Informationen, vor allem natürlich über sein Thema, das Moor. Da gibt es auch schöne Videos, die ich mit Interesse gesehen habe. Und besonders hat mir gefallen der Ausspruch, ich liebe es gerne, im Dreck zu wühlen, so ähnlich. Das heißt, wie Sie mit der Hand in das Moor greifen. Und das ist praktische Wissenschaft, auch sehr anschaulich für die Studierenden, die dabei stehen. Also sehr zu empfehlen, die Webseite von Herrn Justen. Trotzdem darf ich Ihnen gerne vorstellen, Justen ist Holländer, geboren in Liesel. Das ist in der Nähe von, wo Philips herkommt. Wo kommt Philips her? Eindhoven, in der Nähe von Eindhoven. So, in der Nähe von, habe ich erst mal geguckt, in der Nähe von Eindhoven, nicht? Und Venlo, glaube ich, dazwischen gelegen. Und wenn Sie bei Google einmal nachschauen, finden Sie als erstes, wenn Sie auf diesen Ort klicken, ein Bild von einem Moor. Das finde ich sehr passend. Und ich habe auch gerade gehört, Herr Justen ist schon früh in der Kindheit mit Mooren in Berührung gekommen. Er hat Biologie studiert in den Niederlanden, hat seinen Doktor an der Universität Greifswald gemacht, Doktor in Landschaftsethnologie, hat sich habilitiert an der Universität Greifswald und ist bis letztes Jahr Professor für Moorkunde und Paläoökologie an der Universität Greifswald gewesen. Ja, Justen ist Mitglied in zahlreichen Verbänden, ist sehr engagiert in vielen Gremien und Institutionen, nur zu nennen den UN-Klimarat, wo er an der UN-Klimarahmenkonvention mitgewirkt hat, und den Weltklimarat, wo das Thema Moore und die Bedeutung der Moore als zur CO2-Sequestrierung sicherlich ein großes Thema ist. Er ist durch zahlreiche Publikationen ausgewiesen, zahlreiche Auszeichnungen erhalten, vielleicht zu nennen hier als einzige den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Forschung im Jahr 2013. Und wer ist mehr berufen zum Thema Moore und Bedeutung der Moore für den Klimaschutz zu sprechen als Herr Justen? Deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie heute hier sind und über alles muss nass, Moorwiedervernässung als wissenschaftliche Herausforderung und gesellschaftliche Aufgabe sprechen können. Bitte sehr. Dann werden wir mal gucken, ob es funktioniert. Alles? Ihr seht noch nichts. Es gibt auch noch wenig zu sehen. Jetzt. So. Bin ich schon da oder seht ihr schon was? Muss ich hier was tun, dass ihr nee, was seht? Es zögert noch. Die Botschaft kommt ganz langsam. Ja, der Titel ist schon genannt worden. Und darüber reden wir heute Abend. Heutzutage müssen wir alles im Kontext sehen von dieser Abbildung. Seit Jahrzehnten wird unser Planet immer wärmer. Dies ist eine Zusammenstellung von den Klimalinien von allen Ländern der Welt. Und man sieht, dass es überall ähnlich ist, nur in manchen Bereichen etwas mehr. Aber die Tendenz ist überall gleich. Seit Jahrzehnten wird unser Planet immer wärmer. Die Nahrungs- und Wasserversorgung werden unsicherer mit mehr sozialem Zusammenbruch, Konflikte und Migration. Klimakatastrophen verursachen jährlich tausende Tote und hunderte Milliarden Euro an Verluste. Und das, dass es so nicht weitergehen darf, das haben wir alle einstimmig entschlossen im Paris-Abkommen.
Das Paris-Abkommen ist für mich eine der größten Ereignisse in den letzten Jahrzehnten, vielleicht wohl Jahrhunderte gewesen, dass alle Länder der Welt einstimmig entscheiden, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe selbst 7 Jahre in der Klimakonvention verhandelt und ich weiß, wie schwierig es ist, um alle Nasen in die gleiche Richtung zu kriegen von Ländern, die normaliter miteinander im Krieg sind und so weiter. So, das ist eine unglaublich wichtige Entscheidung. So, seit Paris haben wir alle ein klares gemeinsames Ziel, und zwar um die Klimaänderung auf unter 2 Grad zu begrenzen und bevorzuglich auf 1,5 Grad zu behalten. Das Paris-Abkommen geht nicht nur über Klima. Genauso wie die Sustainable Development Goals von der Vereinigten Nationen, sagt man, das muss alles geschehen in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty. Wir reden nicht nur über Klima als eindimensionales Thema. Wir reden über wichtige andere Sachen wie Armut und Nahrungssicherheit. Dann hat in 2018 die Weltklimarat auf Anfrage der Klimakonvention mal ausgerechnet, was das bedeutet, wenn wir die Klimaänderung auf 1,5 Grad oder 2 Grad begrenzen wollen. Was bedeutet das für unsere Emissionen? Und die sind zu den Schlussfolgerungen gekommen, dass die Ausstoß von CO2 dann in 2050 netto null sein muss und danach eine Senke. Wir dürfen nichts mehr ausstoßen an CO2. Für Methan hat man geringere Anstrengungsverpflichtungen formuliert. Das hat direkt mit Nahrungssicherheit zu tun. Ohne Methan können wir kein Reis anbauen, ohne Methan keine Wiederkäuer, ohne Lachgas können wir nicht düngen und so weiter und so weiter. Das ist tatsächlich die Illustration, dass es nicht nur geht über das Klima. Aber diese Zielsetzung, die Notwendigkeit, um mit CO2 nach Null zurückzugehen, ist ein totaler Gamechanger. Ich erinnere mich nur, dass wir mit dem Kyoto-Protokoll damals geredet haben über 5,2% zurück. Dann später, bis für einige Jahre, haben wir geredet darüber, vielleicht 60% oder 80% zurück. Solange man mit solchen Zahlen funktioniert, sagt jeder, mein Sektor ist eigentlich zu wichtig. Ich kann so viel nicht reduzieren, andere müssen mehr tun. Aber eine Null ist gnadenlos. Eine Null gilt für alles. Das gilt für jedes Individuum, für jede Organisationsniveau, für die Stadt, das Land, die Welt, das Moor. Alles muss nach Null. Denn wenn man noch immer Emissionen hat, kann man das nur noch kompensieren mit einer Senke. Und die Senke werden unglaublich selten. Die permanente Senke. So, wir haben keine Ausrede mehr und wir haben auch keine Möglichkeiten mehr nach 2050, uns hinter Offsets zu verstecken. Dass andere reduzieren, weil wir nicht reduzieren können. Weil die anderen müssen auch auf Null sein. Das Ausgleichen, dass man sagt, okay, ich gleiche meine fossile Heizung aus durch noch irgendwo eine Windmühle zu bauen, das geht nicht mehr nach 2050. Null ist Null. Das bedeutet natürlich, dass wir radikal umdenken müssen, auch in Bezug auf Moor und Torf. Wir müssen das niemals vereinzelt betrachten. Wir müssen das immer integriert betrachten. Aber ihr wolltet, dass ich über Moor rede und das mache ich dann. Aber halt diese großen Kontexte im Blick. Nochmal die ganz große Kontext, was ein Moor auch wieder ist. Lebende Moore sind Ökosysteme, wo die Produktivität, die Produktion von organischer Substanz größer ist als die Zersetzung. Und infolgedessen akkumuliert sich eine Substanz, die wir Torf nennen. Und Torf besteht für über 50% aus Kohlenstoff. Diese Torf akkumuliert durch Wassersättigung. Ein lebendes Moor ist sehr nass. Dies ist ein Bild von einem Moor in Weißrussland. Ich habe bis vor kurzem, es wird immer schwieriger, um in Weißrussland Exkursionen zu machen, aus wohlbekannten Gründen, habe ich meine Studenten der ersten Tag immer durch so ein lebendes Moor gejagt. Die Unschuldigste, die meinen, dass sie mit Soldatenschuhe da durchkommen, dann gibt es noch weniger Unschuldige, die denken, dass sie mit Kniestiefeln durchkommen. Nein, da kommt man nicht durch. In ein lebendes Moor muss man Wattstiefel haben und ich habe so oft die Wattstiefel voll gehabt mit Wasser, dass man sagen kann, man kann besser überhaupt nichts tragen. Diese Torf akkumuliert während tausende Jahre und speichert konzentrierte Kohlenstoff in mächtige Schichten.
Viele Leute denken, dass diese Senkenwirkung von Moore so wichtig ist. Die ist auch wichtig, aber er bedeutet nicht so schrecklich viel. Die ganze Moorsenke der Welt, die wir noch haben, auf alle lebenden Moore. Und 85% der Moore der Welt sind noch nicht entwässert. So, das ist ein Riesenbatzen. Aber diese Riesenbatzen legt genauso viel fest als 1%, was wir mit unseren fossilen Brennstoffen imitieren. So, die Moore werden die Welt nicht retten. Diese Abschiebung, die wir jetzt sehen mit Nature-Based Solutions, wo man sagt, die Natur muss retten, was wir verbraten, das wird nicht funktionieren. Wir müssen unsere Emissionen zurückbringen. Und natürlich kann die Natur uns etwas helfen, aber die Senke sind relativ so gering, dass wir die ja, unglaublich wertschätzen müssen, weil die Senken werden unglaublich teuer werden. Die Bedeutung von Moore liegt vor allem in ihrer Tätigkeit, dass es Lagerstätte von Kohlenstoff, von Torf sind. Die Engländer haben es einfach, die nennen ein Moor ein Peatland, ein Land mit Peat. Ein Moor ist ein Land mit Torf. Und das sind, wie gesagt, metersmächtige Schichte. Hier ist ein Teil weg erodiert. Wenn man ein Moor nicht gut nutzt, wenn man die schützende Vegetation schädigt, dann kriegt man solche Erosion wie hier in Irland. Moore sind eigentlich weltweit die meist raumeffektive Kohlenstofflager der ganzen terrestrischen Biosphäre. In kein einziges Ökosystem findet man pro Hektar mehr Kohlenstoff als in einem Moor. Ein Moor im Schnitt in der Welt, so die geringmächtige, die fettmächtige und so weiter, alles mal gemittelt, hat einen Kohlenstoffvorrat pro Hektar, die doppelt so groß ist als der Kohlenstoffvorrat von diesen riesen rote Sequoias in Kalifornien, die Riesenwälder, wo man früher Bäume hatte, wo man eine Straße durchhin gemacht hat, wo man mit dem Auto durchfahren konnte. Macht man nicht mehr, sehr schlecht für die Bäume, meist sind alle kaputt gegangen. Aber sag mal, selbst so ein Wald hat noch nicht die Hälfte von was ein Moor im Schnitt an Kohlenstoff enthält. Ein Hektar Moor im Schnitt enthält die gleiche Menge Kohlenstoff als 2 Millionen Liter Diesel. Und es ist eigentlich nur eine kleine Fläche an Mooren, worüber wir reden weltweit. Nur 3% der Landfläche der Erde ist mit Mooren bedeckt. Es ist hier ein bisschen vergrößert dargestellt, sonst würden wir die Mooren überhaupt nicht sehen. Ja? Das ist klar. Und man sieht, wie die Verbreitung ist. Es gibt 3 Zonen. Oberste sieht man ganz klar, die boreale subarktische Bereiche. Die zweite sieht man auch noch ziemlich klar, das sind die tropische Moore. Und die meist südliche sieht man nicht, obwohl es die wohl gibt, aber die sieht man nicht aus dem einfachen Grund, dass es dort kein Land gibt auf den entsprechenden Breite. Ich verweise nur nach Ushuaia auf Feuerland, südlicher Punkt von Südamerika. Ushuaia, diese Stadt, hat die gleiche geografische Breite als Greifswald. 54 Grad Süd, wir 45 Grad Nord. Über Greifswald liegt noch unglaublich viel Land. Sieht man hier alles als Moor. Südlich von Feuerland, von Ushuaia liegt nichts. Wo es Land gibt, gibt es dort sehr viel Moore. Falklandinsel, Tasmanien und so weiter und so weiter. Diese 3% der Landfläche enthält 600 Gigaton Kohlenstoff in ihrem Torf. Und dann sagt ihr alle, Mensch, das ist eine Bande. Na, das sagt keiner. Weil kein Mensch hat eine Vorstellung, wie viel eine Gigatonne ist. Das sind solche Zahlen, wo man immer, da werden so viele Fehler mitgemacht, dass Leute sagen, das ist so viel Teragramm und so weiter und so weiter. Und die haben keine Ahnung über die Rede. Wir haben zu Hause keine Teragramm oder Gigatonne. Das kann man nur annähern durch einen Vergleich. 600 Gigaton Kohlenstoff entspricht die doppelte Menge an Kohlenstoff, die festgelegt ist in alle Biomasse von allen Wäldern der Welt. So, die Moore auf 3% der Landfläche der Erde haben doppelt so viel Kohlenstoff als die Wälder auf 27% der Landfläche der Erde. Und das erklärt, warum die Dichte von Kohlenstoff so groß ist und warum, wenn man die etwas falsch macht damit, es richtig gefährlich wird. So lebende Moore, wo noch immer Torfbildung stattfindet, die gibt es noch, auch in Deutschland. Sie sind sehr selten, 1% schätze ich so immer. Aber darüber reden wir aus Klimasicht überhaupt nicht.
Wenn wir über Moor und Klima reden, dann reden wir über Vieh auf entwässerten Moorböden. Wir reden über Gras von entwässertem Moor. Wir reden über Kartoffeln auf entwässertem Moor. Wir reden über Wälder auf entwässertem Moor. Wir reden über Ölpalmen auf entwässertem Moor. Das große Problem ist, das Dorf ist wie Spreewaldgurke. Man hat einen Topf mit Gurke und die bleiben ganz lange gut. Kann man richtig Jahre stehen lassen. Das bleibt hervorragend konserviert, solange das unter Wasser ist, dass das Wasser noch ein bisschen sauer ist. Dann geschieht eigentlich nichts damit. Und ähnlich ist das mit Moor und Torf. Solange man das Wasser, das saure Wasser da reinlässt, geschieht nichts damit. Aber wenn man das Wasser wegströmen lässt und man lässt die Topf mit Gurke stehen, nach einigen Wochen, das ist nicht mehr appetitlich. Das kann man nicht mehr gut ansehen. Das rottet weg und das wird alles CO2. Und das ähnlich ist das auch mit Moore. Moore sind überhaupt kein Problem, solange man sie in Ruhe lässt. Aber sie enthalten so viel Kohlenstoff, dass sobald man sie anfängt zu entwässern, dass man sie mit einer Bombe vergleichen muss. Ein tief entwässertes Grünland auf Moor, wie wir die hier überall in der Umgebung haben, haben im Schnitt eine Treibhausgasemission von 29 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar pro Jahr. Wieder so eine Zahl kann man nichts mit. Aber das entspricht die gleiche Menge, als dass man mit einem Mittelklass-Pkw auf Benzin verfährt, wenn man 145.000 Kilometer fährt. Jedes Jahr, jeder Hektar, 3-4 Mal um die Erde. Das bedeutet auch, dass die Produkte, die daher stammen, ich denke, die Hälfte unseres Milches kommt von Moorfläche. Ja? Wenn man die Emissionen mitrechnet, die aus dieser Moorfläche kommen, dann kommt man zu den Schlussfolgerungen, dass 1 Kilogramm Käse eigentlich gleichsteht mit 45 Kilogramm CO2. Ich habe mal auf einem Treffen von der International Peace Society einen Vortrag gehalten in Rotterdam, ich erinnere mich noch gut. Und nach diesem Vortrag habe ich ein richtig niederländisches Geschenk bekommen. Schönes Brot, aber auch so ein runder, roter Gouda-Käse. Und ich habe mich verweigert. Und ich sage, das ist ein Kilogramm Käse. Ich sage, das bringt 45 Kilogramm CO2. Ich bin hier mit dem Rucksack, ich muss noch weiter nach Schottland mit dem Zug. Ich kann nicht noch 45 Kilogramm CO2 extra mitnehmen. Nach mir alle Sprecher haben diese Käse verweigert. Das kriegt man. Ein Liter Milch entspricht 2 Liter Benzin. Ich trinke doch so gern Milch. Ich finde das so leckeres Zeug. Aber seit ich das weiß, dass jedes Glas um 0,5 Liter haben, dass das 1 Liter Benzin entspricht, bin ich übergeschaltet, um mehr Hafermilch zu trinken. Ein Acker auf Moor in Europa emittiert 37 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr. Das ist 2 Mal mehr Kohlenstoff, als die produzierte Kartoffeln enthalten. So alles, was wir, sag mal, an Moorkartoffeln, Moormöhre und so weiter von Moore kriegen, müssen wir eigentlich als fossile Rohstoffe betrachten. Man kann besser Steinkohl fressen als Moorsiglindes aus Klimasicht. Ja? Und dann sag mal, warum schimpfst du doch immer auf die Landwirte? Ich schimpf nicht auf Landwirte. Ich bin selbst ein Landwirt von Herkunft. Sag mal, eine ganze Familie existiert aus Landwirten. Aber es ist einfach Tatsache. Und wenn wir die Tatsache nicht unter Auge sehen, können wir, sag mal, die Probleme nicht lösen. Die landwirtschaftlichen Moore in Deutschland emittieren doppelt so viel CO2 als das Kraftwerk auf der Hintergrund Jenswalde, südlich von Berlin, Braunkohl. Das ist das drittdreckigste Kraftwerk in Europa, was CO2-Emissionen ausgeht. So, die Moorlandwirtschaft spielt in den höchsten Legionen vom Fußball, sag mal, was das angeht. Weltweit emittieren entwässerte Moore so 2 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Das bedeutet, dass 0,3% des Landes 5% von allen globalen anthropogenen Emissionen verursacht. Das ist disproportional viel. Indonesien ist das Land, was die weltweite Rangliste von Moor-Emittenten anführt. Aber die EU ist ein guter Zweiter, das vergessen wir gern. Wir gucken gern nach Ölpalm in Indonesien und wir vergessen unsere Kühe auf Moor, das ist das gleiche Problem. Und Deutschland ist Erste in der EU und ich glaube Sechste in der Welt. So, wir sollten auch unsere eigenen Probleme lösen, bevor wir andere was vorwerfen. Lass mal gucken, was in Deutschland läuft. Das sind die Karte der organischen Böden in Deutschland, wovon ja heutzutage vielleicht 2% in nassen Zustand sind. Und die wichtigste
die moorreichsten Länder proportional sind Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bayern. Sachsen-Anhalt ist so klein eigentlich, dass das nicht mitwiegt, was die Emissionen angeht. Aber wenn wir mal gucken, was die Mooremissionen in diesen moorreichen Bundesländern sind, dann sehen wir, dass Niedersachsen natürlich alles schlägt. Das ist ein großes Land mit sehr vielen Mooren. Dann kommt Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Bayern. Das sind die absolute Emissionen, aber wir können das natürlich auch mal vergleichen mit den Emissionen als Teil, was sind die Mooremissionen als Teil der totalen Emissionen von diesen Bundesländern. Und dann kriegen wir diese Grafik. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass in Schleswig-Holstein 16% aller Treibhausgase aus den Mooren stammen. Dass in Niedersachsen, doch ein stark industrialisiertes Land, ein großes Land, sag mal auch ähnliche Menge, 16% von allen Treibhausgasemissionen aus den Mooren stammen. Und ja, wir in Mecklenburg-Vorpommern schlagen natürlich alles, aber das hat damit zu tun, dass wir arm sind, keine Industrie, kaum Verkehr und so weiter. Da geht es zu 36-37% aller Emissionen kommen aus den Mooren. Bei uns, wir hatten auch einen Klimaschutz Abteilung natürlich in einem Ministerium, das hatte man bei das Energieministerium untergebracht und die dachte, dass die Welt gerettet würde mit Spargelfelder voll mit Windrädern. Naja, alle Windräder, die in Mecklenburg-Vorpommern stehen, und das sind viele, und alle, die noch dazukommen, und alle, die im Offshore stehen, die sparen gerade 2 Megatonnen CO2 aus, die entwässerte Moore emittieren das Dreifache. So, man kann einfach sagen, die Windräder, die drehen für die Katze, solange wir das Moorproblem nicht lösen. Wir reden auch gern über den deutschen Wald. Das ist unser Stolz. Aber in diese moorreichen Bundesländer verliert das deutsche Moor 50% mehr Treibhausgase, als das der deutsche Wald festlege. Genau. Der deutsche Wald in diesen Bundesländern wächst auch für die Katze, solange wir die Moore nicht in Angriff nehmen. Es ist die Landwirtschaft, die weltweit der Hauptursache ist von dieser Moorentwässerung. Muss man einfach so sagen, so 80% kann man einfach sagen. Und in Deutschland ist es so, dass 6,7% der landwirtschaftlichen Böden aus organischen Böden, sprich Moorböden, besteht. Aber diese 6,7% produziert 40% aller Emissionen aus der Landwirtschaft. Diese Grafik ist ein bisschen komplizierter. Innere Kreis sind alle landwirtschaftlichen Flächen. Die rote sind die landwirtschaftlichen Flächen auf Moor, unterverteilt in Acker und Grünland. Der äußerste Kreis sind die Emissionen aus der ganzen Landwirtschaft. Und dann sieht man, dass diese kleine Fläche an Moorfläche in landwirtschaftlicher Nutzung, sag mal, 40% aller Emissionen verursacht. Und das Restliche sind die Kühe, die Schweine mit Methanausstoß, das sind das Lachgas und so weiter. So ein ganz kleiner Teil verursacht ganz große Probleme. Und ähnlich ist das in vielen EU-Ländern. In der EU ist es so, dass 3% der landwirtschaftlichen Fläche 25% der landwirtschaftlichen Emissionen verursacht. In Brüssel wird schon darüber geredet und das ist fast logisch, dass man sagt, warum saufen wir die ganzen Flächen nicht ab? Wenn wir mit 3% der Fläche 25% des Problems lösen können, dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Die fehlende 3% Produktion, die kompensieren wir wohl auf die restlichen 97%. Und man sieht, dass in Lettland, Latvia, 6% der landwirtschaftlichen Fläche verursachen 71% der Emissionen. So, es ist ein Riesenproblem. Das Kreuz ist natürlich Großbritannien, habe ich rausgestrichen. Man kann das auch monetarisieren. Man kann das auch monetarisieren, in Geld umsetzen. Weil diese CO2-Emissionen, die bringen Schade zu. Die bringen Schade zu an unsere Gesellschaft. Das können allerhand Sachen sein. Das können extra Kosten sein. Das können, sag mal, Katastrophen sein, die wir ausgleichen müssen und so weiter. Das hat man versucht zu monetarisieren. Ich habe hier die offiziellen Zahlen von Bundesumweltamt verwendet. Und daraus geht dann hervor, dass die deutsche Moorlandwirtschaft jährlich 8,5 Milliarden Klimaschade zubringt.
Interessanterweise kriegen die Fläche auch noch aus Direktzahlungen mehr als 410 Millionen Euro Subventionen. So, man würde denken, hier läuft etwas schief. Diese 8,5 Milliarden Schade ist fast so viel wie die gesamte Nettowertschöpfung der gesamten deutschen Landwirtschaft. Ihr fühlt es schon an, wir können sagen, die Landwirte in Deutschland, die arbeiten auch für die Katze, solange wir die Mooren nicht im Griff haben. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, wie groß und verbreitet das ist in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, die Polzermoorniederung, in MacPom ist das eine Katastrophe. Durch die Bioenergie hat man eine Nachfrage nach Mais bekommen, wo man dann Biogas von macht und so weiter. Wir haben das ausgerechnet, Biogas von Mais auf Moor verursacht pro Joule produzierte Energie achtmal mehr Klimaschade als Braunkohle. Das ist gefördert geworden. Das ist viel schlimmer als Palmöl. Das ist hausgemachte Problematik. So, wir sehen, dass bezüglich Moore das Verursacherprinzip auf den Kopf gestellt wird. Wir bezahlen, während massivst Klimaschäden verursacht werden, und wir frustrieren damit vernünftige Lösungen. Das ist nur Klima. Die Entwässerung von Mooren hat noch andere gesellschaftliche Schäden. Ich werde sie nicht alle nennen, aber einige wollte ich noch mal erläutern. Eine, weil das so aktuell ist. Dies ist Tschernigew, die Stadt in der Nähe, wo die gerade vollständig kaputt bombardiert ist. Da gibt es solche Moorflächen. In diese warme kontinentale Regionen, aber in den Tropen haben wir es auch. Ich kenne das auch aus Indonesien, ich kenne das auch aus Ruanda. Da ändern sich die Bodenverhältnisse so durch diesen Abbau, dass das hydrophobe Böden wird. Die nehmen kein Wasser mehr auf. Hier sieht man es, man findet nur noch grüne Pflanzen, wo das Wasser strömt. Da ist keine Kapillarität mehr. Diese Böden, diese Moorböden sehen aus wie dies. Sieht aus wie Stein. Die haben keine Produktivität mehr. Millionen Hektare von produktives Land sind durch Überentwässerung im Osten, es fängt schon an in Ostdeutschland, geht weiter in Polen, Ukraine, Weißrussland, Russland, sind so kaputt gemacht in den letzten Jahrzehnten. Torfoxidation, da wird nicht nur, sag mal, Kohlenstoff oxidiert, aber auch Stickstoff. Und ich habe das mal schnell umgeschlagen. Und man muss davon ausgehen, dass die Torfoxidation in Deutschland die Gewässer jährlich mit etwa 0,7 Millionen Tonnen Nitrat belastet. Das Wasser, das Grundwasser und die Gewässer. Diese 0,7 Millionen Tonnen Nitrat entspricht, was 35 Millionen Menschen jährlich zusammen pinkeln und scheißen. So, wir verdoppeln, wie viele Leute wohnen in Deutschland? Ja. So, das sind beträchtliche Mengen, die, sag mal, zu Lasten kommen von Mooren. Und ein Problem, was eigentlich sehr wenig angesprochen wird, ist diese Moorsackung, dieser Höheverlust. Denn die Entwässerung, wobei Materie verschwindet, führt dazu, dass der Oberfläche runtergeht. Und das ist eigentlich ziemlich gut gemessen, 1 bis 2 Zentimeter pro Jahr. Das ist auf einige Stellen auch richtig gemessen worden. In Bayern, im Donaumoos, hat man mal in 1836 einen Pfahl gesetzt und da angegeben, wo die damalige Mooroberfläche lag. Ja, die ist jetzt etwas tiefer, wie man das sieht, an Peter Poschler, der darunter steht, ein Moorkundler. Und das ist meine eigene Truppe, wir haben mal auf Exkursion beim Huddington Pool in England, in der Fens. Da ist 4 Meter weg seit 1870. In den Niederlanden ist das ein richtiges Problem. In den Niederlanden hatten wir ein Programm, Heel Holland sackt, ganz Holland sackt. Das war ein Persiflage auf ein Fernsehprogramm, das hieß Heel Holland backt, ganz Holland backt Kuchen. Und dann dachte ich, können wir für dieses Programm Heel Holland sackt, dann haben sie jetzt geändert, weil das fanden sie doch nicht so wichtig. Witzig, aber die haben auch mal, die haben das gut berechnet, was die Sackungsschäden sind. Dieses Programm wurde geleitet von dem Senator von Gouda. Und ich erinnere mich noch das erste Treffen, das wir dort hatten in Gouda. Und da hat diese Frau erst ganz stolz erzählt, dass Gouda ganz berühmt war wegen ihrer Gouda-Käse. Aber sie sagte, wir haben noch ein anderes Ding. Und das ist die Moorsackung. Und die hat dann weitergeredet, als ob diese zwei Sachen nichts miteinander zu tun haben. Aber die Stadt Gouda, die sackt natürlich, weil das ganze Umfeld, alles Moore sind, die für die Viehwirtschaft entwässert werden. Und die Häuser sacken nicht,
weil die Niederländer sind nicht vollständig doof, die haben die Häuser alle auf Pfahle gebaut. Die Pfahle zehner von Meter tief in Mineralboden. Aber sag mal, die Straßen und alles, was dazwischen sitzt, das schwimmt alles auf dem Moor. Und hier sieht man, die Straße geht runter und die Tür kommt in der Luft hängen und da muss man fremde Treppen machen und so weiter. Und die Schade, die dort angebracht wird an Gebäude, Kanalisation und Infrastruktur, wird in den Niederlanden auf 3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Ich habe noch niemals in Deutschland einen Versuch zu einer Zahl für diese Schade gesehen. Aber ich sehe es, dass hier die Moore sacken. Ich sehe die Rissen in den Bauernhöfen, ich sehe die Rissen in den Straßen, ich sehe das Straßen, ich weiß nicht wie oft, ich sehe Brücken, die in der Luft hängen und so weiter und so weiter. Das ist ein Prozess, was geschieht. Niederlande, Name ist sehr wohl gewählt. Wir haben die Moore im Westen und Norden der Niederlande, vor allem im Westen, haben wir 1000 Jahre schon entwässert. 1000 mal 1 Zentimeter pro Jahr ist 10 Meter. Und tatsächlich diese rote Fläche, die man dort sieht, das grüne Herz der Niederlande, die Viehwirtschaft bei Amsterdam, Utrecht und Den Haag, über 8 Meter nachweislich gesackt. Und diese Sackung geht einfach weiter, solange das Moor entwässert wird. Da sitzt stellenweise noch 20 Meter Torf darunter. Und dies ist eine Vorhersage, wie viel die Fläche in den nächsten 20, 30 Jahren noch sacken gehen. So, während der Meeresspiegel ansteigt, wirtschaften wir das Moorland herunter. Und das ist eine riskante Sache. Und das geschieht hier auch in Nordwestdeutschland und Norddeutschland überhaupt bei uns auch. Die Fläche, die als Hochmoore gewachsen sind, liegen zum Teil jetzt schon tief unter Meeresspiegel. Sind gepoldert, müssen trocken gepumpt werden. Und das führt dazu weltweit, dass immer mehr Moorfläche geflutet werden, weil sie nicht mehr vernünftig entwässert werden können. Natürlich können wir investieren in Pumpen und Deichen und so weiter und so weiter. Das geschieht bei uns und sonst wo. Dies ist ein Bild von Anklamer Stadtbruch, eine der ersten spontane Moorwiedervernässungen. Auf diesem Schild steht, dass die Straße ganz schlecht ist. Aber das ist ein weltweites Problem. Das ist nicht nur hier ein Problem. Es wird nur nicht unterkannt. Wir haben jedes Jahr haben wir diese Meldungen aus USA, ob es New Orleans ist, das absäuft wegen Katrina, oder wenn es Florida ist, das es absäuft. Keiner sagt dabei, dass Florida ein Moor ist und weil das subtropisches Klima hat, sagt das 3 Zentimeter pro Jahr. So, das Land geht runter, ja? Und dann wundert man sich, dass das Meer immer mehr reinschwappt. In den Niederlanden haben Leute, Professoren von der Wageningen Universität, die maßgeblich verantwortlich dafür sind, dass die Moore in den Niederlanden und weltweit entwässert worden sind, die haben das vorangetrieben. Die haben gesagt, wir können es uns nicht leisten, die Moorböden weiter für die Bauern entwässern zu bleiben. Schätzungsgemäß werden wir im 21. Jahrhundert weltweit so durch unkontrollierte Flutung durch Meer 10 bis 20 Millionen Hektar produktives Land verlieren. Das bedeutet, wir verlieren Land jetzt, das wir es am meisten brauchen. Für mehr Menschen, für weniger Armut und weil wir in Paris zu Recht beschlossen haben, um alle fossile Brenn- und Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Und das Zeug muss irgendwo wachsen. Wir können es uns nicht leisten, Land zu verlieren. Dies ist keine Karte der Verbreitung der Flüchtlinge aus Syrien. Ähnelt ihm wohl stark. Dies ist eine Karte, wie die Landwirtschaft sich verbreitet hat über Europa. Unsere Landwirtschaft kommt aus dem Bereich Türkei, Irak, Syrien. Das ist eine trockene Welt gewesen. Unsere Landkultur hat eine Halbwüste, eine irrigierte Halbwüste als Wiege und meint seitdem, dass produktives Land trocken sein muss und der Boden dauernd in Bewegung. Und das sind diese Illusionen, die wir weltweit auf Moorböden anwenden, schon Jahrhunderte. Das schlimmste Beispiel ist wohl Wüstenpflanze wie Aloe Vera, das Zeug, was ihr auf euren Haut schmiert morgens, angebaut auf tief entwässerten Moor in Kalimantan. 100 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar pro Jahr. Aber wir können auch was davon
Mais ist eine subaride Pflanze aus Mexiko und wir bauen das an auf tief entwässertes Moor. So, das waren die Probleme. Wir müssen mal reden über Lösungen. Die Lösungen sind eigentlich einfach zu sagen. Die Moorwiedervernässung löst diese Probleme und liefert auch noch additionelle Ökosystemdienstleistungen, die verloren gegangen sind, und sie liefern das auch für die Landwirtschaft. Die Wiedervernässung verringert die Treibhausgasemissionen. Und bei uns ist es einfach so, man kann als Faustregel verwenden, jeder 10 cm Erhöhung oder Erniedrigung des Wasserstandes liefert 5 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr. 10 ist 5, eine ganz einfache Faustregel. Nasse Moore entfernen effektiv Nitrat durch Denitrifizierung, ändern das in molekulärer Stickstoff und können damit Wasser und Gewässer schützen. Das habt ihr auch angewandt in Schleswig-Holstein. So, Michael hat tüchtig daran gearbeitet. In Dänemark und Schweden wird das auch gemacht. Das funktioniert auch kosteneffektiv. Nasse Moore kühlen die Landschaft, weil mehr Energie verwendet wird für Verdunstung und somit weniger übrig bleibt für Wärme. Was natürlich ganz wichtig ist für die Klimafolgeanpassungen. Wir werden die Klimaänderungen nicht völlig in Griff halten können. So, wir müssen uns auch anpassen, wir müssen Kühlungsräume bilden und mit großflächiger Moorwiedervernässung kriegen wir das hin. Nasse Moore sind Retentionsräume und reduzieren Hochwasserrisiken. Es ist sicher so, dass wenn man nicht alle Moore entwässert hat in diese Fläche, die, sag mal, voriges Jahr oder wann war das, abgesoffen sind, dass man diese Probleme nicht so groß gehabt hätte. Das hat auch damit zu tun, dass man alle Moore entwässert hat, sodass alle Wasser ganz schnell nach unten geschwappt ist und nicht zurückgehalten. Die nasse Mooren können das vermeiden. Die Moorwiedervernässung von Niedermooren vergrößert die Grundwasservorrat. Es staut nicht nur das Wasser an im Moor selbst, aber auch im Einzugsgebiet. Das bedeutet, dass wir mehr Wasser halten in der Landschaft. Darum geht es, wir kriegen ein viel dynamischer, viel ungleichmäßiger verteiltes Wasserdargebot durch die Klimaänderung. Und naja, sag mal, Änderungen in der Zeit, hat mein früherer Lehrer Chris Verlewe immer gesagt, Änderungen in der Zeit kann man nur kompensieren durch Unterschiede im Raum. Das ist ein Raumzeitbezug. Natürlich, wir können nicht mehr zielen auf überall Höchstproduktion. Wir müssen Risikospreading tun. Da gibt es ganz schöne Beispiele davon. Und ja, Küstenüberflutungsmoore, muss ich sagen, weil ich, das ist bei mir hinter dem Haus, wo ich wohne, die wachsen auf mit steigendem Meeresspiegel. Ob das ausreicht, das müssen wir sehen. Gut, so, wir stehen eigentlich für eine enorme Herausforderung. Es ist nicht zum Spaß, dass wir sagen, wir müssen nach Null zurück, Null CO2. Das ist, sag mal, eine Notwendigkeit, die sich ergibt, weil wir sehr große Katastrophen vermeiden möchten. Mit 1,5 Grad sehen wir schon, was geschieht. Wenn wir 2 oder 3 Grad machen, dann sind die Katastrophen so groß, dass auch die ökonomische Schaden, ich rede nicht nur über menschliche Schaden und so weiter, viel größer sind als die Investitionen, die wir machen müssen. So, wir müssen das machen. Aber was bedeutet das für Moore? Für Moore bedeutet Paris, dass wir in Deutschland ab jetzt jedes Jahr 50.000 Hektar Moore wieder vernässen müssen. In der EU 500.000, in Europa 1 Million und weltweit 2 Millionen Hektar. Das ist verdammt viel. Und oft sagt man zu mir, so eine Zahl, 50.000 Hektar pro Jahr wieder vernässen bis 2050, das ist illusorisch, das ist naiv. Da habe ich zwei Typen Antworten darauf. Die erste Antwort ist, wenn wir das nicht schaffen, müssen wir ehrlich sein und dann müssen wir sagen, wir treten aus das Paris-Abkommen. Das ist die Schlussfolgerung. Dann können wir die Klimaänderung nicht halten auf 1,5 oder 2 Grad. Da müssen wir auch ehrlich sein und sagen, wir machen nicht mehr mit. Die zweite Antwort ist, aber solche Beispiele hat es gegeben. In andere Richtung. Finnland hat in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts jedes Jahr 300.000 Hektar entwässert. Über Jahre hintereinander. Total 6 Millionen Hektar
in ein Jahrzehnt. Das haben die auch geschafft. Wir müssen diese Prozesse, wie haben die das hingekriegt, was für ein Narrative haben die gehabt, wie haben die das organisiert, müssen wir studieren und das umdrehen. Das stärkste Beispiel für mich ist Indonesien. Indonesien hat in 2015 2 Millionen Hektare entwässertes Moor brennend gehabt. Über Monate. Hat über 100.000 Tote gebracht, über 500.000 Leute im Krankenhaus und eine eingeschätzte Schade am eigenen Land von, ja, Schätzungen laufen auseinander, von 16 bis 40 Milliarden Dollar. Und natürlich die internationale Schade, weil sie haben über Wochen, Monate die große ökonomische Hubs von Singapur und Kuala Lumpur flachgelegt. Das hat zu politischen Spannungen geführt, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das hat dann dazu geführt, dass Joko Widodo, der Präsident, hat gesagt, es darf so nicht weitergehen. Wir müssen aufhören. Und er hat dann einen Taskforce im Leben gerufen, direkt unter seiner Verantwortlichkeit, mit dem Auftrag, bis 2020 2 Millionen Hektare zu wiederverlassen. Ich muss sagen, ich habe erst mal gekniffelt, weil ich bin schon ein bisschen tätig schon mit Moorwiedervernässung. Wir haben zum Beispiel, ich habe gestern noch zusammen gesagt, wir haben ein großes Moorwiedervernässungsprojekt in Russland. Das ist jetzt auch angehalten von KfW natürlich. Aber da haben wir in den letzten Jahren 73.000 Hektare wieder vernässt. Und das war ja schon ein anstrengend, 73.000 Hektare. Und dann dachte ich, 2 Millionen, das ist gnadenlos. Das kriegen die nicht hin. Die haben das wohl hingekriegt. Die haben in den letzten 5 Jahren, haben sie 3,6 Millionen Hektare Moor wieder vernässt. Ich habe das zwischen Klammer gesagt, das ist nicht alles ausreichend gelaufen. Ein Großteil davon hat man einfach vorgeschrieben, muss ich mir vorstellen, das ist eine sehr interessante, innovative Vorgehensweise gewesen. Die haben einfach alle Ölpalm- und Faserholzplantagen gesagt, am 31. Dezember von diesem Jahr sind alle Wasserstände höchstens 40 cm unter Flur. Tiefer darf nicht. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, ziehen wir eure Konzession ein. Dann hat es sofort riesen Gerichtsverfahren gegeben von Asian Pulp and Paper, einer der größten Bauern auf Moor in der Welt. 700.000 Hektare haben die nur in Ost-Sumatra. Und die haben für das Gericht verloren. Weil das Gericht hat gesagt, Leute, es ist die Aufgabe des Staates, um seine Bürger zu schützen für katastrophale Sachen. Und es ist nachweisbar, dass wenn der Wasserstand tiefer ist als 40 cm unter Flur, wird das Risiko auf Feuer viel größer. Und bei einem Wasserstand von 40 cm unter Flur könnt ihr noch immer Ölpalm anbauen, noch immer Faserholz. Die schaffen das noch. Ihr habt das viel zu tief entwässert. 1,20 Meter bis 2 Meter und so weiter. Und die haben das verloren. Und jetzt hat Indonesien, ich habe vorgestern noch mit ihnen gesprochen, die haben ein Monitoringsprogramm, die haben auf über mehr als 10.000 Stellen monitoren die kontinuierlich den Wasserstand. Automatisiert. Und wenn irgendwo der Wasserstand unter 40 cm geht, wird eine Warnung ausgesendet zu diesem Unternehmen oder zu diesem Bauer und sagt, Wasserstand ansteigen lassen. Und wenn das zu lange drunter bleibt, dann wird das bestraft. Das sind innovative Methoden. Aber die greifen wohl. Auf diese Weise haben die ihre Emissionen, denke ich, mehr als halbiert schon in 5 Jahren Zeit. So, und da müssen wir an denken, an neuartige Weise, wie wir mit dieser Problematik umgehen können. Wieder zurück nach Europa. Die Moorwiedervernässung in Europa war bisher fokussiert auf verlassene, unproduktive Moorfläche mit wenig Emissionen. Da sind wohl hunderttausende Hektare Moor wiedervernässt, aber die waren nicht die größte Emittente. Es hat für die Biodiversität sehr viel gebracht, es ist auch gut so, aber für das Klima eigentlich relativ wenig. Wir müssen auch zu den schmerzlichen Flächen, die hochproduktive, tief entwässerte Moorfläche, die Kühe auf Moor, das Mais auf Moor, die Kartoffeln auf Moor. Da sind die großen CO2-Schleuder. So, das Ziel ist klar. Hier mal ein Transformationspfad, was wir mal entwickelt haben, links wo wir jetzt stehen, fast alles tief entwässert, grün wo wir hin müssen in 2050 und was sind die Schritte, die wir machen müssen.
Wir müssen das planen. Wir können das nicht herauszögern bis 2049 und sagen, ja, wir hatten noch nicht wieder vernetzt und jetzt machen wir alles. Wir müssen das strategisch planen. Wie gehen wir dort vor? Wir haben hier gesagt, okay, wir müssen aufhören sofort in den nächsten 10 Jahren mit tief entwassertes Ackerland auf Moor. Ändere das in Grünland und so weiter. Die Grünland-Wasserstand ansteigen und so weiter. Da steckt viel dahinter. Wir haben natürlich auch einige Initiative. Wir haben die Bund-Länder-Vereinbarung Moorschutz von Oktober 2021, wo, sag mal, auf Moor eine Reduktion versprochen ist von 5 Megatonnen CO2 bis 2030. Das hört sich imposant an, aber es ist nur 10% der Emissionen. Und wie schmerzlich diese Zahl eigentlich ist, zeigt sich, wenn man das vergleicht mit was ganz Deutschland versprochen hat zu reduzieren, 65% bis 2030. Für die Moore, sprich die Landwirtschaft auf Moor, wird nur eine Anstrengung gefragt von 10%. Das bedeutet, dass alle anderen Sektoren viel mehr reduzieren müssen als 65%. Weil irgendwo muss das kompensiert werden, dass ein Sektor hinterbleibt. Man fragt mich oft, ist 5 Megatonnen, ist das viel oder ist das wenig? Ich sage, habe ich eine ganz politische Antwort natürlich. Erstens, dass 5 Megatonnen fünffach mehr ist, als was wir bisher gemacht haben. Aber es ist fünffach weniger, als was wir brauchen. Wir müssen unsere Moorwiedervernässung ver25-fachen, um Paris zu realisieren. Noch was, sag mal, im Klimaschutzplan hat Steffi Lemke neulich 4 Milliarden versprochen für 4 Jahre. Das hört sich auch imposant an, sag mal. Ein Großteil davon geht zu den Mooren. Aber ich denke dann immer, Leute, wir reden über einen Klimaschaden von 8,5 Milliarden pro Jahr, nur aus der Landwirtschaft von Moor. Und dann für 4 Jahre 4 Milliarden versprechen, das ist auch ein bisschen ungleichgewichtig. Letztendlich, wir hatten das darüber geredet heute, müssen wir die Meliorierungen von früher umdrehen und wie damals mit Großeinsatz von Mitteln. Wir müssen nicht tun, als ob das die Verantwortlichkeit von einzelnen Bauern und Landwirten ist. Das geht nicht. Das Problem ist zu groß, das muss ähnlich wie der Kohlenausstieg zentral stimuliert werden. Wenn wir alles nass kriegen müssen 2050, haben wir grundsätzlich nur 2 Wahlmöglichkeiten. Entweder wir machen nasse neue Natur, auch sehr schön, und ein Teil der Fläche muss sicher dahin. Wir haben neben einer Klimakrise auch eine Biodiversitätskrise, wir haben eine Wasserkrise und so weiter und so weiter. So ein Teil dieser Fläche wird einfach neue nasse Natur. Das bringt einfach gesellschaftlich mehr, als es anders sind zu nutzen. Oder wenn wir die Fläche produktiv halten wollen, Biomasse erzeugen lassen wollen, dass wir abernten können, müssen wir zu Paludikultur. Ich denke, dass wir nicht alle Moorflächen fluten können und aus der Produktion nehmen. Nicht in Deutschland und sicher nicht in der Welt. Wir brauchen zunehmend Biomasse, um all unsere Zielsetzungen zu erreichen. Das bedeutet, dass wir strategische Produktionsflächen auf Moor erhalten müssen durch Wiedervernässung mit Paludikultur. Hier eine der modernen, mit wem habe ich das beredet, eine dieser modernen Erntefahrzeuge für Schilfernte. Das wird nicht alles mehr mit der Hand gemacht, das ist ähnlich so wie mit Getreide. Da gibt es all diese Sachen dafür. So, Paludikultur ist nasse Land- und Forstwirtschaft. Ich habe dieses Bild mal reingehangen, weil man sieht wohl, dass das kein Vorpommern ist, der da steht. Das ist der Botschafter von Indonesien in Deutschland, Bakawas. Weil der kommt regelmäßig bei uns auf Besuch, um zu gucken, wie das mit dieser Paludikultur ist. Weil die sagt, Leute, wir müssen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Hektar Moor wieder vernässen. Die haben wir entwässert, um etwas zu erzeugen. Die müssen wir wieder vernässen, auch um etwas zu erzeugen. So, der kommt bei uns, um das, sich darauf zu orientieren. Die haben in Indonesien das Wort im Bahasa übernommen. Paludikultur heißt das dort. Schreibt man ähnlich wie auf Deutsch, etwas anders als auf Niederländisch, aber das macht nichts und so weiter. So, das ist eine Hoffnung für die Zukunft für Moore. Aber es ist nicht einfach. Wenn Paludikultur richtig laufen würde
und Gewinn bringen würde, dann würden alle Bauern da schon so übergegangen sind. Bauern sind nicht blöd. Wenn die mehr Geld verdienen können mit Paludikultur, dann gehen die keinen Mais auf Moor anbauen. Natürlich hat Landwirtschaft auf Moor, auf nasses Moor, einen Konkurrenznachteil. Und deshalb muss Paludikultur sich richten auf diese Felder, wo sie intrinsisch besser aufgestellt sind als die entwässerungsbasierte und die mineralbodenbasierte Landwirtschaft. Und das sind eigentlich drei Felder, die wir dann besprechen können. Erstens Klimawirkung, zweitens Struktureigenschaften von Sumpfpflanzen und drittens Inhaltsstoffe von Sumpfpflanzen. Bezüglich das Klima wirkt eigentlich die Moorwiedervernässung und Paludikultur auf mehrere Weise. Wir kriegen weniger Emissionen von der Fläche, richtig beträchtlich viel, und wir können natürlich den Aufwuchs verwenden, um fossile Roh- und Brennstoffe zu erzeugen in der Bioökonomie. Beispiel habe ich hier, das ist Till Backhaus, der altgedienteste Minister, glaube ich, der Welt inzwischen. Der haut keiner vom Fahrrad ab. Und so weiter. Das ist unser Wärmewerk in Malchin, was schon 10, 12 Jahre funktioniert, nur auf Mehlgut von wiedervernässten Mooren. Das speist ein Wärmewerk, was 500 Häuser und so weiter versorgt und so weiter. Und neulich stand der Bürgermeister von Malchin und da wurde gefragt, kriegen wir keinen Ärger mit steigenden Energiepreisen? Nein, sagt er, wir schlagen Putins Gas ein Schnippchen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ihr seid Deutsche, ihr müsst das wissen. Die sagen, bei uns gehen die Preise nicht höher, weil wir erzeugen unsere eigene Energie auf der Wiese. Und die sind jetzt tätig, dieses Verfahren weiter auszubreiten. Und das wird natürlich in der Zukunft, wenn wir autark stärker autark werden müssen bezüglich Energie, wird die Energiepreise steigen, wird das natürlich auch eine Möglichkeit. Wir sehen auch diese andere Seite, dass diese ganze Klimageschichte dazu führt, dass Institutionen, Betriebe, Unternehmen und so weiter einander überbieten mit einer schnelleren Erreichung von Null-Emissionen. Hier ein Beispiel von Heathrow. Das große Flugplatz hat gesagt, wir werden kohlenstoffneutral. Und wie machen die das? Durch Moore zu wiedervernässen. Die haben direkt, holen ihre Kohlenstoffzertifikate aus dem Moor. Aber was tun die? Die orientieren sich letztendlich auf Offsets. Und das hat so einen Flug genommen, dass auch die Preise von Kohlenstoffzertifikate in den letzten Jahren stark gestiegen sind. So seit in den letzten 10 Jahren, letzten 8 Jahren können wir einfach sehen, das ist die wichtigste Markt, die es gibt, die EU-ETS, Emission Trading System, dass diese Preise verzwanzigfach sind. Wir sehen, sag mal, auch den Einbruch kurz mit der Ukraine-Krieg dort am Anfang des Jahres, aber man sieht, dass es sich wieder herstellt. Wir reden dort über 80 Euro pro Tonne CO2. Wenn man bedenkt, dass man mit Moorwiedervernässung 20, 30 Tonnen CO2 pro Jahr aussparen kann, und das multipliziert man, dann weiß man, was die Erlöse so sein könnten, wenn man qualitativ hochwertige Kohlenstoffzertifikate erzeugen könnte. In manchen Bereichen geschieht das schon. Wir haben in den Niederlanden sogenannte Valuta voor Veen in Friesland, eine Kohlenstoffbank für Bauern, wo Bauern Geld kriegen, wenn die Wasserstand in ihre Moorwiese an Dinge. Heute Morgen las ich das Financieel Dagblad, der wichtigste Finanzzeitschrift in den Niederlanden. Das meldete, dass der Rabobank, der große Bauernbank, jetzt die erste Emissionsgutschriften von niederländischen Landwirten verkauft. Und an wen verkaufen sie denn dann? Da steht an Vattenfall, Greenhouse, oder Energiegesellschaften, Milchkonzerns, Interfood und Hochweg und ihr eigener Versicherungsbetrieb. Das sind Unternehmen, die fangen jetzt an zu spielen. Das ist noch nicht richtig bedeutsam, aber die gehen davon aus, dass das ein Riesenmarkt wird und die wollen Erfahrungen damit gewinnen. Das macht, sag mal, die Rabobank, und auch von der anderen Seite, vom Naturschutz, sieht man Ähnliches. Das ist die NABU, die hat jetzt ein Programm gestartet, dass Bauern, die ihre Fläche, die Wasserstände höher fahren, über 3 Jahre, dass die da mit 30 Euro pro vermiedene Tonne an Prämie kriegen. Neben ihre anderen Fördermöglichkeiten. So, wir reden über diese Preise, die jetzt über 10er bis fast 100 Euro pro Tonne laufen. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Preise zunehmen werden bei höherer Knappheit, weil das zeigt sich auch
aus den Schadekosten, die für die Zukunft erwartet werden, dann sieht man hier, es hängt davon ab, wie man, sag mal, die Sache verzinst und so weiter. Aber da reden wir über Hunderte bis 700 Euro pro Tonne CO2. Das ist nicht nichts. Alles noch Zukunftsmusik, aber dahin geht es. Politikkultur, und dann macht es noch interessanter, wir reden zuerst über Offsets. Irgendwo wird Moor wieder vernasst. Und diese Reduktion wird verkauft, um einer, der nicht reduzieren kann, zu kompensieren. Ähnlich wie die Kirche das früher mal erfunden hat, die sogenannte Ablasshandel, wo man dann neue Religionen für gründet und so weiter. Das ist eigentlich ein ähnliches System. Das ist nicht das meist elegante System. Das hat man damals mit der Reformation auch gesehen. Und die Paludikultur erlaubt es auch, sag mal, negative Emissionen zu erzeugen, wenn man die Wiedervernässung und die Emissionsreduktion infolgedessen im Produkt hineinrechnet. Dann reden wir, dass wir, sag mal, Rohstoffe oder Energiestoffe erzeugen, die intrinsisch eine negative Emission haben. Sag mal, wenn man die Moor-Wiedervernässung von Molchin mitrechnet in der Brennstoff, müssen wir sagen, Leute, wir erzeugen hier eine negative Emission von 0,95 Tonnen CO2 pro Megawattstunde. Ein Schilfdampfplatte, wenn man die erzeugt auf wiedervernässtes Moor, hat eine negative Emission von 0,65 Tonnen CO2 pro Kubikmeter. Das sind spannende Sachen. Das bedeutet, dass man Rohstoffe in seinem Betrieb verwenden kann mit negativen Emissionen und damit im Betrieb selbst seine unvermeidbaren Emissionen gegenrechnen kann. Das tut man im Haus dann. Das ist eine vollständig andere Geschichte, Narrative, als dass man sagt, ja, wir schauen herum und wir gehen einen Ablass kaufen, um das zu kompensieren. Das ist ein fundamentales anderes Ding. Ähnlich ist das mit Gartenbausubstrate, Torf. Fossiler Torf hat eine Emission von 200 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter. Torfmoos aus Paludikultur eine von minus 140 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter. Wir haben gerade oder voriges Jahr ein großes Projekt gestartet mit der Otto-Gruppe, nicht nur der Otto-Stiftung, aber der Otto-Gruppe. Das sind hier, sag mal, die Chefs von Hermes und von der Otto-Gruppe und von Michael Otto selbst, der große Unternehmer in Hamburg. Die helfen uns jetzt. Die sagen, wir müssen mit den Großunternehmen arbeiten, weil Umweltgruppe, da wird politisch nicht nach gehört. Und die haben uns einfach gesagt, okay, wir gehen Paludit-Biomasse erzeugen. Die sind jetzt tätig, um Produktlinie aufzubauen, um ihr Verpackungsmaterial aus Paludi-Biomasse, die sind tätig, um Möbel zu entwickeln aus Paludi-Biomasse, um einfach, sag mal, Paludi-Zeug mit negativen Emissionen in ihre Produktpalette reinzubringen und auch Kohlenstoffzertifikate, denken die da über aus Wiedervernässung von Moor. Das ist natürlich ganz wichtig, dass solche Unternehmen mitmachen und das sind immer mehr. Das ist das Spannende. Ich werde gestern kontaktiert, zum Beispiel, es sind jetzt auch Großinvestoren, die suchen nach Emissionsreduktion aus Moorwiedervernässung. Zufällig heute, das ist geheim, das war der VBL. VBL habe ich doch mal von gehört. Das war doch eine große, da kriege ich meine Rente davon. So, dass derartige Kapitaldinge sagen, Leute, die Moore, die bringen was. Noch ein Aspekt von dieser Klimawirkung von Paludikultur Biomasse, die langfristige Festlegung. Es geht darum, um diese Kohlenstoffprodukte einzubauen in Gebäude. Sag mal, das Verheizen, was wir auch tun, das ist die Primitivität selber. Aber wenn man das zu Baumaterialien machen kann, mehr darüber später, dann hat man das langfristig festgelegt. Das haben wir gezeigt. Wir haben ein vollständiges Tiny House gebaut von Paludi-Biomasse. Alles, was man sieht, außerhalb des Kühlschrank, denke ich, ist von Paludi-Biomasse, von Rohrkolb, von Schilf, von Rohrglanzgras und Erle. Das lässt sich machen. Das lässt sich vorzeigen. Es sind schon mehrere Gebäude und solche Sachen davon gebaut. Und dann kommen wir eigentlich auf diese zweite kräftige Eigenschaft von Moore und Sümpfe. Das ist die Struktur der Sumpfgebietpflanzen. Man muss sich vorstellen, diese Pflanzen sind angepasst an Leben im Wasser. Wasser ist viel schwerer als Luft.
Die Leute, die bei der Überströmung im Westen, sag mal, umgekommen sind, die haben es gespürt. Albert von Weerde, einer unserer Mitarbeiter, die Rohrkolbe, der ist auch abgesoffen, vollständig, war fast tot. Der sagt, wenn man in strömendes Wasser steht und das Wasser ist höher als deine Knie, kannst du nicht stehen bleiben. In Luft geht das wohl, in Wasser nicht. So, die Kräfte sind viel größer. So, die Pflanze, die sind so strukturiert, dass die unglaubliche Kräfte widerstehen können. Aber ihre Wurzeln stehen unter Wasser und müssen auch leben. So, sie müssen Sauerstoff aus der Luft in ihre Wurzelzone bringen. Und dafür haben die sogenannte Parenchyme, Luftgewebe, die das erzeugen. So, man hat hier, das ist ein sehr schönes Beispiel, ein Durchschnitt durch ein Rohrkolbeblatt und man sieht es schon, das ist unglaublich kräftig und ganz leicht. Das sind die Leichtgewichtbaustoffe, stark isolierend, Pursang. Keine Frage. Das ist eigentlich überall in der Welt. Dieses Bild habe ich mal in einem Sumpfgebiet in Äthiopien. Da läuft eine Frau, die hat fast ein halbes Haus auf ihren Kopf. Das geht mit dieser Pflanze durch diese Eigenschaften. Und da müssen wir natürlich in der Zukunft die Möglichkeiten sehen mit Rohrkolbe, was sehr viele Produkte erzeugen kann, wie Bauplatten, wie Isolationsmaterial. Es kann Kühe gefüttert werden, wir können Torfersatz davon machen, wir können Plastikersatz davon machen. Das bringt richtig was. Inhaltsstoffe hat auch mit dem gleichen Problem zu tun. Die Pflanzen, die werden angeregt, die stehen im Wasser und die bauen, sag mal, starke Strukturen in sich selbst rein. Wenn man mal in einen Sumpf gelaufen hat oder, sag mal, Pflanzen gesammelt und so weiter, man schneidet dauernd seine Finger offen, weil die bauen Silikaten rein, einfach um kräftiger zu sein, um nicht aufgefressen zu werden. Sie nehmen das auf, aber sie sind nicht unglaublich selektiv damit. Und gleichzeitig nehmen sie, sag mal, auch verwandte Elemente auf aus der seltenen Erde-Gruppe. Die seltene Erde, das ist das Zeug, wo jetzt die Kriege für gemacht werden. Afghanistan wäre nicht interessant gewesen. China wäre politisch viel weniger interessant, wenn die nicht so diese seltene Erde haben, die strategisch für unsere ganze Digitalisierung notwendig sind. Das Zeug wird akkumuliert in Feuchtgebietpflanze. Es wird selbst daran gearbeitet, um die sogenannte Phytolithe, die Silikatkristalle in Schilf, zu verwenden in der digitalen Produktion. Das sind Zukunftsmöglichkeiten. Wenn man den ganzen Tag im Wasser steht, wie die Moorpflanzen tun, ähnlich wie meine Studenten, die, sag mal, Wochen im Sumpf gearbeitet haben in Indonesien, die kommen vollständig verpilzt zurück. Das sieht aus wie ein botanischer Garten, was die alles von allerhand gemeines Zeug angegriffen werden. Und das ist mit diesen Pflanzen auch, die stehen den ganzen Tag stehen die mit ihren Pfoten im Wasser. Die werden von allen Seiten aufgefressen. Was tun die? Nicht nur sich stärker machen, aber die gehen auch in chemische Kriegführung. Die produzieren selbst Bakterizide und Fungizide, die oft eine medizinale Wirkung haben. Eine Sache, wo wir ziemlich stark an gearbeitet haben, ist an Sonnentau, diese insektenfressende Pflanze. Erstens frisst die Insekten, was natürlich schon besonders ist, was chemisch schon interessant ist. Aber zweitens ist es eigentlich eine sehr fragile Pflanze im Vergleich mit der robusten Pflanze, die sonst im Moor. Das hat damit zu tun, die baut, sag mal, ihre chemische Resistenz auf und es zeigt sich, dass diese Inhaltsstoffe, schon seit Mittelalter ist das bekannt, sehr gute Wirkung haben medizinal gegen Lungenkrankheiten. So, das bringt auch was. So, das sind nur einige Beispiele, in welche Richtung wir mit Paläokultur denken müssen. Ich habe schon gesagt, wir reden nicht über individuelle Aufgabe, aber über eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähnlich groß wie der Kohleausstieg. Wenn wir sehen, wie viel Geld wir für den Kohleausstieg reserviert haben, dann zeigt sich, das ist ein Willingness to Pay, eine Bereitschaft, um zu bezahlen für eine bestimmte CO2-Reduktion mit sozialer Abfederung, dann zeigt sich, dass wir für die Moorwiedervernässung ohne Probleme 40 Milliarden ausgeben können. Dann kaufen wir die CO2-Reduktion nicht billiger als, oder nicht teurer als der Kohlenausstieg. So, wir brauchen einen Moor-Masterplan, wie gehen wir vor in den nächsten Jahrzehnten, dass das alles ineinander greift. Da sind Aufgaben, die, sag mal,
flankiert werden müssen von der Staat, die müssen zentralisiert werden und gefördert werden. Aber wenn man die ganze große Dinge in Betracht nimmt, dann sieht man, dass man auch andere Mechanismen braucht. Wir haben ein wichtiges Problem. Die meiste Polytikulturproduktionslinie brauchen nach 10 bis 15 Jahren Entwicklung bis großflächige Umsetzung. Wir müssen letztendlich die ganze Produktlinie von Zucht, Auswahl bis hin zu Verkauf an Märkte müssen wir alles ineinander schalten. Für einige Bereiche läuft das ziemlich gut, aber für eine derartige großflächige Herausforderung reicht es noch nicht. Dafür brauchen wir 10 Jahre. Was tun wir bis dann? Wir können, sagt man, die Mohren nicht weiter wasmen lassen. Wir müssen schnell eingreifen. Und das könnte gemacht werden durch zum Beispiel Emissionsrechten zu verleihen an den entwässerten Moorfläche. So, ihr habt jetzt 30 Tonnen CO2-Emission pro Hektar pro Jahr. Hier kriegt ihr von der Staat das Recht, um 30 Tonnen CO2 pro Jahr zu emittieren. Dann habt ihr die Wahl, die nicht zu Gelde zu bringen und einfach weiterzumachen wie bisher, Kartoffeln drauf. Oder ihr könnt sagen, okay, wir gehen wieder vernässen und wir bringen unsere Kohlenstoffzertifikate zu Gelde. Das geht gut und das ist nicht so kostspielig und es ist vertrauenswürdig, wenn dafür eine staatliche Preisgarantie gegeben wird. In Größenordnung von vielleicht jetzt 50 Euro pro Tonne bis in 20, 30, 40, 100 Euro pro Tonne. Wenn wir sehen, was jetzt die Preise sind, ist das Risiko nicht so groß. Aber dann können die Bauern selbst entscheiden, wenn sie eine Änderung machen. Das regt die Kreativität an von dieser Arbeitsklasse, um so zu sagen, weil die brauchen wir. Wir können das nicht zentralisiert erzeugen. Wir müssen diese Kreativität anreizen. So, der Landwirt entscheidet dann, weitermachen wie bisher oder irgendwann wieder vernässen mit oder ohne Polytikultur. Man kann auch sagen, ich mache eine neue nasse Windnis. Wenn das ausreichend Kohlenstoffzertifikate bringt, dann reicht das auch. Und dann gehe ich noch was Ente jagen, dann habe ich auch meinen Spaß daran, um so zu sagen. Man gibt die Freiheit nicht aus Hande. Man kann selbst entscheiden, wann und wie man es macht. Das gibt die Polytikultur Zeit, um sich gut zu entwickeln. Und das muss natürlich flankiert werden von üppiger Forschung und Entwicklung. Wir spüren, wir sind jetzt schon 15, 20 Jahre tätig mit Polytikultur, wir sehen sicher in den letzten 10 Jahren, wie unglaublich schnell diese Polytikultur sich entwickelt. Da haben wir die erste Hürde genommen. Wir können natürlich, wir sind nicht wie die gängige Landwirtschaft, die 10.000 Jahre gebraucht hat, um zu kommen, wo sie ist. Wir können all diese Techniken, die die gängige Landwirtschaft entwickelt hat, verwenden, um diese neue Landwirtschaft auf Pfoten zu setzen. Nach 2050 muss entweder alles nass sein oder die Bauern, die Kartoffeln anbauen wollen, müssen dann Zertifikate kaufen. Dann zerfällt ihre Rechte auf Zertifikate und sie müssen das kaufen. Und das wird dann so teuer, weil es kann dann nur noch Senke sein und die Senke sind so selten, dass wir die einsetzen werden nicht mehr für Kartoffeln. Diese Kombination von Sachen ist, sag mal, was man nennen kann, ein fairer Interesseausgleich. Erst gibt man die Bauern, sag mal, einige Jahrzehnte Vertrauensschutz. Sie sind nicht schuld davon, dass sie in dieser Lage sind. Sie sind da reingekommen und wir müssen gesamtgesellschaftlich sorgen, dass sie rauskommen. Aber wenn man nach 30 Jahren noch nicht die Möglichkeit genommen hat, um das Gute zu tun, dann muss gelten das Verursacherprinzip, der Polluter Pays. Und ich denke, dass diese Kombination was bringt. Gut, letztes Wort, weil das sonst immer als Frage kommt. Deshalb habe ich das mal sofort eingebaut. Was mit Methan nach Wiedervernässung? Jeder hat mal gehört, dass wenn wir Moore Wiedervernässung, dass dann wieder Methan erzeugt wird. Das ist so. Wir können das nicht vermeiden. Das gleiche Prozess, was dafür sorgt, dass Kohlenstoff aufbewahrt wird, die Sauerstofflosigkeit, sorgt dafür, dass einige Mikroben auf andere Weise ihr Leben weiterführen, auch in den Spreewaldkohlenstoff. Und die erzeugen dann Methan. Das ist nicht zu vermeiden. Aber wenn man die Wahl hat zwischen CO2 und Lachgas,
einerseits von entwässerter Moore und Methan von wieder vernässter Moore, muss man immer wählen für das Methan. Warum? Methan ist ein kräftiges Treibhausgas, 30 Mal kräftiger als CO2, aber es ist kurzlebig. Es hat nur eine Verweilzeit von 12,7 Jahren in der Atmosphäre. Dann ist es weg. CO2 ist schwach, Klimagas, aber es ist persistent, es akkumuliert. Und langfristig ist CO2 immer schlimmer, wie ich hier in dieser Grafik erklärt habe. Diese graue Linie ist, wenn man nichts tut. Dann sieht man, dass die atmosphärische Belastung immer größer wird und die radiative forcing, wie viel, sag mal, Strahlung auf Erde bleibt, nimmt immer zu. Wenn wir hier wieder verlassen, auf diesem Punkt, so in 2000 wieder von erst hätten, dann sehen wir erst, dass im Folge vom Methan, das ist die gelbe Linie, ich sehe meinen Cursor nicht mehr, hier ist der, erst die Klimalast größer wird, aber schon nach einigen Jahren schneidet es die Linie, die es gegeben hätte, wenn man nicht wieder vernässt hätte. Und dann hat man nur noch Gewinn. Und selbst mit dieser blauen Linie, wenn wir sagen, wir kriegen am Anfang eine Methan-Peak, die wir manchmal gemessen haben auch. Wenn man, sag mal, eine geile Wiese voll mit Gras unter Wasser setzt, dann kriegt man einen Biogasgenerator. Das ist einfach, dann kriegt man Methan. Das muss man nicht tun. Aber manchmal geschieht das einfach. Aber wenn wir so einen Peak kriegen, die zehnfach höher ist, dann sieht man noch, oh, dass nach einigen Jahren das Break-Even-Point erreicht ist. Dies ist eine etwas komplizierte Grafik. Wir gucken eher nur zu den Rechten, weil das hat damit zu tun, wenn wir so einen Peak kriegen, können wir diesen Peak eigentlich am besten möglichst früh kriegen. Wenn wir jetzt sofort möglichst viel wieder verlassen, dann kriegen wir diesen Peak nach 10 Jahren. Wenn wir jetzt die Sache nach 20 Jahren herauszögern, kriegen wir diesen Peak nach 30 Jahren, dann kriegen wir die in eine Zeit, dass wir schon Peak-Temperaturen auf der Welt kriegen, infolge von dieser ganzen Klimaänderung, die schon stattfindet. So, wir haben immer den Slogan gehabt, more muss nass, kennt ihr inzwischen wohl, aber seit wir das durchblickt haben mit diesem Methan, haben wir noch einen kleinen Zusatz gegeben, more muss nass, und zwar sofort. More muss nass, fürs Moor, fürs Land, fürs Klima, für immer. Es wird kein Paris geben ohne Moore. Paludiculture for Future. Danke. Vielen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer für die Wiedervernässung und für das Moor. Ich glaube, ich sage gar nicht viel. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen feuerfrei für die Diskussion. Bitte um Fragen. So, erste Frage ist dort. Ich glaube, Sie sollten das Mikrofon auch, damit man auch im Internet mithören kann. Ja, Walter Hämmerling von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Wir versuchen hier in Schleswig-Holstein 700.000 Tonnen CO2 zu binden bis 2030, sind auch sehr engagiert dabei und merken aber auch, dass das relativ schwierig ist. Sie haben ja darauf hingewiesen, es ist ein komplexes Projekt. Nun haben wir ja am 8. Mai Wahl und dann gibt es einen neuen Koalitionsvertrag und Sie sagen, wir brauchen einen Masterplan für die Moorvernässung. Können Sie so 3, 4, 5 Eckpunkte finden, die Sie einbringen würden, wenn Sie an dem Koalitionsvertrag mithandeln dürften? Ja, viele von da habe ich schon gesagt. Ich denke, dass wir tatsächlich, sag mal, diesen Kohlenstoffhandel, sag mal, organisieren müssen. Wobei wir, sag mal, die Unterstützung vom Unternehmen, von der freien Markt kriegen, um das zum Teil zu kompensieren, zu finanzieren. Weil die Unternehmen müssen auch nach Null und die wollen das auch wohl. Das ist auch ein Willingness, wie heißt das, a license to produce. Das nützen sie aus. Wir müssen dort, sag mal, diese Gelder, die dort vorhanden sind, sehen zu mobilisieren. Und das können wir durch glaubwürdige Kohlenstoffzertifikate zu produzieren. Das hat damit zu tun, dass wir auch nachdenken müssen, wie wir die ganze Monitoring, die Verifikation und so weiter organisieren, dass das
preiswert und glaubwürdig stattfindet. Und das sind dann Sachen, die, ja, die müssen standardisiert werden, dass diese Märkte laufen gehen. Das ist natürlich ganz wichtig. Zweitens denke ich, das ist, sag mal, wir müssen diese Paludikultur weiterentwickeln. Das muss richtig beschleunigt werden. Wir brauchen ein Paludikulturbeschleunigungsgesetz, mehr oder weniger, die darauf gerichtet ist, sag mal, die vielversprechendste Paludikultur, sag mal, schnell zu entwickeln, zu bringen. Was beinhaltet zum Beispiel, dass wir Saatgut selektieren und züchten. Wir verwenden alles noch nach Wildwachstum aus der Natur. Wir haben gesehen in der gängigen Landwirtschaft, wie viel diese Selektion und Züchtung bringen kann. Das muss geschehen. Wir müssen, sag mal, sehr viel gesetzliche Hürde aus dem Weg bringen. Einer davon ist zum Beispiel, dass bis jetzt es noch immer so ist, dass wenn ein Bauer umschaltet von entwässerungsbasierter Landwirtschaft auf wieder vernässte Landwirtschaft, dass er oder sie seine Direktzahlungen von der EU verliert, weil Schilf- und Rohrkörbe stehen nicht auf der Liste von landwirtschaftlichen Gewerkschaften. Das muss man ändern. Man muss andere Verfahren ausdenken für das Grünland-Umbruchverbot. Wir stößen auf das Grünland-Umbruchverbot. Es sind Hochmoor-Grünländer und Niedermoor-Grünländer, die wir umsetzen zu Paludikultur, was nachweisbar besser ist für Kohlenstoff und Biodiversität, wozu überhaupt das Grünland-Umbruchverbot geschaffen worden ist. Aber wir müssen diese Fläche wohl ausgleichen, weil wir das Grünland umbrechen. Das sind krankhafte Regeln, die noch immer existieren. Oder wenn man Schilfanbauen geht auf einer Fläche, wo früher Mais angebaut wird, dann wird das ein geschütztes Biotop. Dann darf man das nicht mehr jedes Jahr ganz mehr. Wobei der Mais früher wohl gemäht würde, weil zufällig auch seltene Arten in diesem Schilf sich ansiedeln, die würde es sonst auch nicht gegeben haben. So, wir müssen sehr viele von diesen Sachen, sag mal, anpassen. Das ist ein Programm an sich. Wir müssen die Kapazität bauen, um es umzusetzen. Wenn wir reden über derartige Fläche wieder vernässen, das bedeutet, dass wir 25-fach die Kapazität brauchen, Planer, Ingenieursleistungen und so weiter, um das umzusetzen. Wir haben jetzt auch ein Programm MOCA für Moorkapazitätsaufbau. Sag mal, ich weiß nicht, wie das bei euch in Schleswig-Holstein ist, aber bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, wir kriegen die Projekte nicht umgesetzt, weil wir nicht die Spezialisten haben, die das ausrechnen können, die das planen können und so weiter. Also es ist eine ganze Palette von Tätigkeiten, die man umsetzen muss, um das geleistet zu kriegen. Das ist nicht eine Sache, das muss man alles gleichzeitig bearbeiten. Es gab hinten eine Wortmeldung. Ja. Moin Moin, mein Name ist Holger Busch. Ich habe nur mal zwei kurze Fragen. Die erste ist ganz einfach, kann man diese Präsentation bekommen? Die zweite ist, verbietet es sich dann nicht von selbst, in Moorgebieten etwas zu bauen? So, die Präsentation, die ist einfach verfügbar, die kann ich hier hinterlassen oder so, das ist keine Frage. Und etwas bauen im Moor, oder was ist? Ja, natürlich kann man in Moore auch bauen. Man muss das natürlich wohl vernünftig tun. Ein Moor ist kein Mineralboden und ein Moor ist kein Wasser. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern sehr schöne Beispiele. Die Frage war, darf man noch bauen? Das war, glaube ich, Ihre Frage. Darf man noch bauen? Naja, man muss natürlich nicht bauen gehen in Flächen, die einen hohen Naturschutzwert haben oder einen hohen Naturschutzwert kriegen könnte. Aber ich sehe kein Problem darin persönlich, um, sag mal, etwas zu bauen in einer Fläche, die derartige Werte nicht hat, solange man die Möglichkeit hat oder gleichzeitig auch umsetzt, um die Fläche zu wieder vernässen. Das gilt auch zum Beispiel, wir haben gerade eine Notiz ausgebracht über Photovoltaik auf Moor. Das ist jetzt so eine Diskussion. Wir sagen, okay, Photovoltaik auf Moor, natürlich nicht in wichtige Biodiversitäts- oder Schutzgebiete oder die das werden können. Wir müssen, sag mal, die Biodiversität auch stärken und natürlich zusammen mit Wiedervernässung. Und dann können das Win-Win-Situationen werden. So. Ja, ich sage das öfters, ein Moor ist nicht etwas Heiliges. Ich bin dann zwar Moorpapst und so weiter, aber ich bin anders als der andere Papst, die denken, dass ihr eigenes Geschäft das Heiligste ist, was es auf der Welt gibt. Es sind interessante Sachen, man muss die wichtigen Werte muss man schützen und ausbauen.
Aber das bedeutet nicht, dass man andere Werte und eine Straße oder ein Photovoltaik ist auch ein Wert. Die brauchen wir natürlich auch manchmal. Die müssen wir auch einen Platz geben. Das muss nur gut abgewogen werden. Und ich denke, dass das möglich ist. Man muss nur, sag mal, denken wie ein Moor. Man muss richtig die Eigenschaften vom Moor in Betracht nehmen. Und wenn man das nicht tut, dann kriegt man Probleme. Nächste Frage. Ja, mein Name ist Dr. Lennart Schmidt, ich bin Leiter der Umweltabteilung des Bauernverbandes Schleswig-Holstein. Ich habe jetzt weniger eine Frage als vielleicht noch so zwei, drei Rahmen, die wir vielleicht mal ein bisschen zurechtrücken müssten auch. Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu wissen, was Sie zu Anfang gesagt haben. Diese einfache Lösung und die Darstellung heute spiegelt natürlich nicht die Komplexität der gesamten Lösung, die erforderlich ist, wieder. Das ist das Erste. Herr Hemmeling hat es auch gesagt, die Komplexität, sag ich mal, diese CO2-Speichereffekte auf Dauer zu realisieren, dürfen nicht unterschätzt werden. Das ist, glaube ich, sehr komplex. Ich kann es wissenschaftlich gar nicht genau erklären. Aber das auf Dauer zu speichern, also diese Potenziale, diesen Schatz zu bergen, das wird relativ kompliziert. Also im Grunde zu sagen, einfach Landwirtschaft raus und alles muss nass, ist eine sehr vereinfachende Lösung, glaube ich. Und ich will noch zwei Punkte weiter, dann höre ich gerne zu. Die Paludikultur, das haben wir auch gehört, hat noch nicht die Absatzwege. Insofern haben Sie genau den richtigen Ansatz zu sagen, wir brauchen eine Übergangsfrist für die Landwirte. Das wird so sein, weil die Landwirte auf jeden Fall eine langfristige Planung brauchen. Und man muss natürlich dann auch echt sein und sagen, wo kommen die Nahrungsmittel her? Und wir dürfen nicht diesen Verlagerungseffekt haben, das wäre wichtig. Sie wissen natürlich auch, dass wir vom Bauernverband aus eine Positionierung für Schleswig-Holstein hier haben zum Thema Moorschutz, die eindeutig sagt, wir wollen da was machen, die auch diese Punkte angehen muss, aber es sind eben doch noch einige Abers zu beantworten. Naja, sag mal, im Prinzip ist die Sache ganz einfach, um die Emissionen, zu bremsen. Das ist Moor muss nass. Dass das, sag mal, bei der Umsetzung komplex ist, dass das halten, das wird auch wohl klappen. Das ist nicht so ein Problem, denke ich. Natürlich wird es wohl Flächen geben in Brandenburg oder so, wo man die Moore durch Klimaänderungen nicht nass halten kann. Aber ich denke, dass die Mehrheit und in Schleswig-Holstein wird das kein Problem sein. Die Fläche, wo es Moore gibt, die sind immer nass gewesen, weil sonst würde es kein Moor gegeben haben. Natürlich muss man in manchen Bereichen sicher den ganzen Landschaftswasserhaushalt neu betrachten. Wir haben natürlich über Jahrhunderte immer versucht, möglichst schnell alle Wasser weglaufen zu lassen. Das werden wir uns nicht mehr leisten können. Aber das müssen wir nicht nur für die Moore tun, das müssen wir auch für die Landwirtschaft, diese ganze, Wasserverfügbarkeit, besser konzipieren, dass wir das kostspielige Wasser nicht direkt ins Meer laufen lassen. So, aber in diesem Rahmen muss man diese Moorplanung auch machen. Gib noch mal ein Stichwort. Der Leakage-Effekt, der Abwanderungseffekt, dass wir da genau eine Lücke bauen. Naja, wir müssen nicht denken, dass wir Kartoffeln auf Moor anbauen können bleiben. So einfach ist das. Weil Moorkartoffeln wachsen nicht nass. Wir werden andere Gewächse dafür anbauen können. So, wir müssen da auch im Kopf behalten, ich denke, dass die Fläche ausreicht, um alles, so die ganze Fläche, Mineralboden, Moorböden, ausreicht, um alles zu produzieren, aber man wird nicht mehr auf der gleichen Fläche das Gleiche produzieren. Es ist natürlich lächerlich, dass man auf guten Mineralböden Brennstoffe produziert, wo man auch Kartoffeln anbauen könnte, wo man in ein Moor, was man wieder vernässt, muss sagen, es ist schade, wir können keine Kartoffeln dort anbauen, da kann man wohl Brennstoffe anbauen und so weiter. Man muss auch mit Produktionsarten schwappen gehen. Man muss nicht sagen, wir müssen alles, was wir jetzt auf dieser Stelle haben, weiterführen können, das geht nicht. Aber wir haben ausreichend Manövrierraum, um das zu tun. Ich spreche noch überhaupt nicht über die Grundsatzfrage unserer Ernährung zum Beispiel. Wenn wir, unseren Fleischkonsum halbieren, dann haben wir so viel Fläche zur Verfügung. Auch weltweit, dann ist Landfläche überhaupt kein Problem mehr. Es hat auch damit zu tun mit unserer Ernährung. Es ist einfach so, dass ein Kilogramm Eiweiß von Rindfleisch ist 1000 Kilogramm CO2. Ein Kilogramm ähnliches Eiweiß von Lupine. Ich esse heutzutage Joghurt von Lupine. Das hat 17 Kilogramm und so weiter. Da gibt es Möglichkeiten, mit etwas anderen Konsumptionsmuster sehr viel zu erreichen. Und das sind
ich muss ehrlich sein, ich finde Jalapeno Joghurt nicht so lecker wie richtiger Joghurt. Aber das ist genauso wie mit alkoholfreies Bier. Das ist auch nicht zu saufen, wenn man anderes dabei hat. Aber wenn das andere nicht hat und das ist ein schöner sonniger Tag, dann schmeckt das auch ganz gut. Das ist auch eine Frage von Referenz. Und wenn wir solche geringe Opfer bringen müssen, um Riesenprobleme zu lösen, dann müssen wir das machen, denke ich. Darf ich eine Verständnisfrage stellen? 29 Tonnen CO2-Emissionen haben Sie etwa, 29, 30 Tonnen, das war der Wert. Ja. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Das ist doch wohl gemeint, ein Maisfeld, ein Mais, der auf einem ehemaligen Moor wächst. Ja. Dann kommen die 19. Aber wie ist denn der Mais berücksichtigt? Ich meine, der macht ja 40 oder mehr Tonnen, bindet er ja auch, bildet er selber Biomasse. Ja, aber die Biomasse wird nicht berücksichtigt, aus dem einfachen Grund, dass der Kohlenstoff in den Biomassen im nächsten Jahr schon wieder weg ist. Die ist von den Kühen aufgefroren, die ist ausgefürzt. Moment. Methan. 25, 30 bis 50 Prozent der Biomasse sind Wurzeln. Die bleiben im Boden. Auch die ist, die akkumuliert, es ist, im Mineralboden sieht man doch nirgendwo eine dauerhafte Anreicherung von Kohlenstoff. Aber wenn das so wäre, dann wäre das Moore. Wenn man eine dauerhafte Anreicherung von Kohlenstoff hat, kriegt man so viel organisches Material, dass es Moorböden werden. Das ist nicht so. All diese landwirtschaftlichen Flächen, das sind die wenigsten überhaupt. Die meisten Mineralböden, die zehren Kohlenstoff. Ja, das ist ja schon richtig, aber Sie können doch nicht die Wurzelmasse einfach unter den Tisch fallen lassen. Die bleibt doch im Boden. Nee, der rottet doch auch weg. Wenn man mich im Boden legt, dann bin ich doch auch in 10 Jahren weg. Das ist doch mit Tode Wurzel doch auch so. Wir reden über andere Jahresordnungen. Es gibt keine Humusanreicherung wie Ackerboden. Nein, gibt es überhaupt nicht. Das ist ja kein Ackerboden. Das ist ja kein Ackerboden. Das ist ja der Punkt. Okay, gibt es noch Fragen? Bitte. Ja, mein Name ist Johannes Oehlerich, ich bin Abteilungsleiter im Umwelt- und Agrarministerium, sage ich jetzt mal vereinfacht, und wir zuständig für die Wasserwirtschaft. Was uns treibt, ist unter anderem in Schleswig-Holstein, dass die Infrastruktur, die wir geschaffen haben, um die Wassermengenwirtschaft, sage ich jetzt mal bewusst, aufzufahren aus der Zeit, in der wir zwingend mehr Lebensmittel produzieren mussten, weil so viele Menschen bei uns waren. Die kommt in die Jahre, die werden wir jetzt ersetzen müssen in den nächsten 30, 40, 50 Jahren. Und wir werden uns heute Gedanken darüber machen müssen, wie wollen wir sie ersetzen und wollen wir sie überhaupt ersetzen und wenn ja, was wollen wir damit erreichen? Ja. Also Wasserwirtschaft als Dienstleister. Wenn wir das aber bestimmen wollen, dann brauchen wir die Rahmenbedingungen, die jetzt durch Ihren Vortrag mit einer Fülle von Mosaikbausteinen angereichert umgesetzt werden wollen, damit wir die Landwirte, so habe ich das jedenfalls verstanden, erreichen, damit sie, ich sage mal, mit Kreativität und natürlich mit der Aussicht auf Gewinn anfangen, die Landschaft aktiv umzubauen. Wenn wir das zurechtkriegten, dann würden wir doch, ich sage mal, in dem Prozess, den Sie uns glaubhaft beschrieben haben, dass er zwingend notwendig ist, richtig Geschwindigkeit reinkriegen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Geschwindigkeit, oder? Dann kriegen wir da richtig Geschwindigkeit in den Transformationsprozess rein. Ja, ich denke, sag mal, wenn man, sag mal, die alternative Nutzung attraktiver macht als die gängige, dann geht das um. Das haben wir alle erlebt. Ich erinnere mich aus meiner Jugend, dass innerhalb ein Jahr alle Roggenacker bei uns geändert waren in Maisacker. Einfach, da kann man sagen, Bauern sind konservativ, aber wenn sie mehr Geld verdienen können, dann ändern die sich sehr schnell. Das ist einfach so. Ich darf an dieser Stelle vielleicht noch sagen, dass wir auf dem Weg sind, eine Strategie für die Niederung aufzustellen, wo wir sagen, wir brauchen eine Perspektive und Szenarien, die uns einen Zustand in 2100 beschreiben. Mhm. Wenn der Meeresspiegel steigt, wenn die Moore sacken, wenn die Niederschläge stärker werden, dann müssen wir damit umgehen. Gleichzeitig haben wir Dürrephasen. Das heißt also, wir müssen nicht nur in Entwässerung denken, sondern auch in Bewässerung denken. Das ist eine völlig andere Wasserwirtschaft, als wir sie bis jetzt kennen. Vollständig anders. Und insofern sehe ich, Herr Schmidt, also durchaus die Chance, dass wir bei durchaus unterschiedlicher Sichtweise heute eine Perspektive entwickeln, wo wir gerade die Landwirte dafür gewinnen, dass wir die Landschaft in diesem Sinne aktiv umgestalten. Naja, ich denke, dass man, sag mal, vor allem auch die Botschaft verkündigen soll,
dass es viel mehr Differenzierung stattfinden muss, dass man nicht mehr alle das Maximum vom einen erreichen möchte. Das Beispiel von der Bauer, der in Malchin das Heizwerk betreibt. Es hat in den letzten Jahren ein Jahr gegeben, da hat er überhaupt nicht ernten können, weil es war so nass. Welches Jahr war das auch wieder, dass es so nass war? Er konnte einfach nicht auf der Fläche, der hat überhaupt nicht gemäht. So, der hatte dort keine Einkünfte. Aber dann kam dieses enorme Dürrejahr und dann war er der Einzige in der ganzen Region, der nicht aufgehört hat zu mähen. Wenn die andere Gras nicht mehr, und das Gras, was er sonst verheizt hat, hat er teuer als Füttergras verkauft. Man kriegt diese Fluktuationen. Und das muss sich auch im Raum widerspiegeln. Es wird Fläche geben, die in nasse Jahren, wenn man richtig diese enormen Angebote kriegt, zu nass sind für eine Durchschnittsproduktion. Aber die sind überproduktionsmäßig in trockene Jahre und das Umgekehrte. Wir müssen eine Risikospreizung machen auf Basis von Differenzierung. Und nicht, dass man, sag mal, nur ein Flyer gelesen haben muss, um zu sagen, wir bauen so maximal, weiß ich was, Raps an, überall unter gleichen Bedingungen. Diese gleichen Bedingungen wird es nicht mehr geben, nicht in Raum und nicht in Zeit. Darüber müssen wir nachdenken. Und bei Moore geht es darum, dass man die Entwässerung nicht weitergehen lässt. Und wenn man tatsächlich neu speichern möchte, wenn man sagt, wir wollen nicht nur Emissionen vermeiden, aber wir wollen auch Senken machen, dann muss man ein System schaffen, wobei eine allmähliche, aber gleichmäßig geringere Anstieg des Wasserstands möglich ist. Moore sind keine Bäume, die in den Himmel wachsen. Die wachsen nur, weil der Wasserstand mitgenommen wird, hochzuwachsen. Entweder durch, dass sie selbst Widerstand bauen gegen Grundwasserströmung oder dass die Torfmoose, sag mal, auch diese Abströmung verhindern. Man muss ein System haben, um eine permanente Senke im Moor zu kriegen, wobei der Wasserstand jedes Jahr einen Millimeter ansteigt. Und das muss man im Kopf behalten. Es gibt, sag mal, in San Francisco hat man auch diese Riesenprobleme der Moorsackung. Und die machen jetzt Paludikultur einfach, um der Moorböden anzuhören. Einfach Streugut verklappen unter anoxische Bedingungen. Wir gehen viel zu schnell runter, wir müssen wieder hoch. Und solche Konzepte muss man mit einbauen in seine langfristige Zukunftsplanung, hydrologisch nämlich. So, wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Eine, Herr Ravius. Ja, Ravius, mein Name. Diese Bilder, die Sie da aus Mecklenburg-Vorpommern zeigen, wahrscheinlich Peene-Bereich, sind ja sehr großflächige Niederungsgebiete. Ein einzelner Landwirt, der vielleicht 50 Hektar da drin liegen hat, kann dieses Ihr Vorschlag gar nicht umsetzen, sondern es muss ja großflächig sein. Genau. Haben Sie da schon Erfahrung, wie dies gelingen kann, in sehr großflächigen, und wir reden bei Mooren über ganz großflächige Gebiete, wie dies dann auch umgesetzt wird. Ja. Denken wir mal an die Praxis, denn so viel Zeit ist auch nicht mehr. Sie haben einen Zeitabschnitt genannt. Wahrscheinlich geht dies nur in einem sehr großen Maßstab über Flurneuordnungsverfahren zum Beispiel. Aber vielleicht haben Sie da Erfahrung, wie Sie das in Mecklenburg-Vorpommern gelöst haben. Dort sind die landwirtschaftlichen Betriebe ja wesentlich größer als hier. Ja, die sind dann auch wesentlich größer. Das sag mal, die große Wiedervernässung in MacPom, sag mal, da ist auch schon wieder eine Weile her, 30.000 Hektare, das ist einfach auch ein Austausch gewesen. Sag mal, da hat man diese landwirtschaftliche Fläche in den Täler, die schon unter Vorflutterniveau lagen, hat man einfach getauscht gegen Mineralböden mit Subventionen aus dem Naturschutz. Ja, aber das war einfach eine Sanierung von eine warme Sanierung von absaufenden Bauern. Ganz gut gewesen, bin ich sehr zufrieden mit, dass es geschehen ist. Man hat natürlich in alle Regionen unterschiedliche Randbedingungen. Aber die haben wir auf großem Maßstab auch. Ich habe gestern noch, wir haben das Bitures-Projekt und das muss jetzt aufhören. Und das haben wir gestern umgewandelt in ein ukrainisches Moorprojekt. Aber die Sachverhältnisse sind ähnlich wie hier. In Ukraine hat man nach der Wende alle große Fläche privatisiert. Da gibt es nur noch Fläche von 7 Hektar groß oder so etwas. Und dann muss man Moorfläche wieder vernässen von 10.000, 20.000 Hektar. Dann muss man 1.000 Eigentümer
umkriegen. Wie kriegt man 1000 Eigentümer um? Einerseits durch viel zu bieten, andererseits durch zu zwingen. Es ist nicht umsonst letztendlich, und welche Verfahren, dass man dort wählen geht. Es sind auch Konzepte, dass zum Beispiel der Staat sagt, okay, wir machen eine Ausschreibung, wer bietet uns 10 Millionen Tonnen CO2 in Angebot? Und dann kann ein Wasser- und Bodenverband, die gehen eine wichtige Rolle spielen, diese Organisationssysteme, gehen gucken, kriegen wir das hin? Und natürlich muss dann die Möglichkeit geschaffen werden, dass die allerletzte, die nicht mitmachen, gezwungen werden, mitzumachen. Das ist jetzt auch, sag mal, im Koalitionsvertrag so aufgenommen. Da steht, Moorschutz ist eine gesellschaftliche Interesse. Das ist reingenommen, um die Enteignung zu ermöglichen von solcher Fläche. Die letzte, die nicht mehr mitmachen. Natürlich muss man alles vermeiden, um das zu tun. Aber das wird nicht anders gehen. Das machen wir mit Straßenbau und so weiter nicht anders. Wir reden tatsächlich über gesellschaftliche Interesse von übergeordnetes. Wenn wir das Klima nicht in den Griff kriegen, kriegen wir nichts in den Griff. Klima ist eine der meist bedeutsamen regulatorischen Sachen in der Weltgeschichte. Sieht man überall. Da müssen wir nicht mitspielen. Das ist keine einfache Wahl. Ich stelle die Temperatur ein bisschen höher oder niedriger. Das ist viel fundamenteller. Das ist ja fast schon ein Schlussplädoyer, aber ich glaube, eine Frage können wir noch zulassen. Bitte. Ich trinke noch was, dann kann ich noch was. Ja, Holger Gerd, Landesnaturschutzbeauftragter. Wir haben nun viel über Landwirtschaft gehört, aber wir haben ja auch einen Gartenbau und im Gartenbau haben wir einen sehr großen Torfbedarf. Und wir wissen, dass in den baltischen Ländern sehr viel Torf abgebaut wird, was hier im Gartenbau verarbeitet wird. Ihr macht ja auch Versuche, Torfersatz, zum Beispiel Torfmoose. Wie weit seid ihr da und wie siehst du da die Zukunft? Naja, die IVG, so das, wie heißt das, Interessenverband Gartenbau, hat vorige Woche einen Pressebericht ausgebracht, dass sie ihre Verringerungsziele übererfüllt haben. Es geht sehr schnell jetzt, um diese Sache zurückzubauen. Man muss dort natürlich auch ganz stark differenzieren. Es ist jetzt so, dass wir höchstwertige Rohstoffe verschwenden für niedrigwertigste Anwendungen. Damit müssen wir aufhören, das ist ganz klar. Dass man für den Erwerbsgartenbau sehr hochwertige Produktion, hochwertige Rohstoffe, hochwertige Substrate braucht, das ist nachvollziehbar. Aber im Privatgarten ist das nicht so relevant. Da wird sehr viel nachgeforscht. Das ist, sag mal, auch vom Bundeslandwirtschaftsministerium schon einige Jahre ist das sehr stark gefördert worden. Die haben ein Torfminderungsstrategie und da wird vorangegangen. Auch die Substratproduzenten gehen mehr und mehr in diese Richtung. Es werden auch Alternativen gefunden und gesucht und so weiter. So dass ich bin sehr zuverlässig, dass wir das in 10 Jahren gelöst haben, das Problem. Darf in Deutschland noch Torf abgebaut werden? Ja, ach, wir haben noch einige tausende Hektar über Torf abgebaut. Aber das sind alles Flächen jetzt, die in vorherige landwirtschaftliche Nutzung gewesen sind. Das ist Hochmoorgrünland, wo man dann die oberste Schicht, die verdünnt ist, abholt und dann den Torf runter abtorft. So, wir haben noch, ich denke, 5 Millionen Kubikmeter, das in Deutschland gewonnen wird. Schleswig-Holstein kein Torf ab. Ja, ist eigentlich Niedersachsen, maßgeblich, Emsland und so weiter, Saarland. Ja. Gut, wenn es nicht noch eine dringende Frage gibt, dann ist das die letzte jetzt, bitte sehr. Bitte ins Mikrofon sprechen damit. Gießen, Familienbetriebe, Land und Forst, ich will es nicht künstlich verlängern. Sie haben einen so tollen Vortrag gehalten, weil Sie auf die ökonomischen Anreize gesetzt haben und zu Recht darauf hingewiesen haben, wie weit die reichen. Ganz zum Schluss kam das Wort in Reaktion auf den Beitrag von Herrn Rabius von der Enteignung rein. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir nicht den einen staatlichen Furor, ich nenne das Programm Nord hier der 60er und 70er Jahre, durch den anderen Furor ersetzen. Also die von Ihnen genannten Anreizsysteme, die sind toll, die wollen wir ausbauen. Danke. Natürlich, das ist ganz klar. Aber sag mal, wenn ein Anreiz so lächerlich hoch werden muss, dass es gesellschaftlich nicht mehr verantwortbar ist und es, sag mal, dann muss es auch Möglichkeit geben, sag mal,
ausnahmsweise Leute zu zwingen, wenn man garantiert, dass die tatsächlich sehr gut kompensiert werden. Letztendlich, meine Erfahrung ist, das geht. Hä? Wie gesagt, ich habe mit dem Paris-Abkommen verhandelt. Da muss alles einstimmig genommen, Entscheidung einstimmig genommen werden. Wenn ein Land quer liegt, läuft nichts. So, man muss da auf so lange verhandeln, dass kein Land oder kein Bürger, kein Bauer sich disproportional benachteiligt fühlt. Und das ist richtig zeitfressend. Diese Zeit läuft uns davon. Aber natürlich müssen wir das so versuchen. Aber ich schließe nicht aus, dass es mit der letzten Schritt möglich nicht geht. Und es kann nicht so sein, dass der letzte, sag mal, verhindert, dass das Große und Ganze nicht laufen kann. Natürlich kann man, es gibt Beispiele, wir hatten, wenn man aus dem Bahnhof in Amsterdam kommt, da steht ein großes Hotel und mitten in diesem Hotel stehen noch zwei Wohnhäuser. Die zwei Wohnhäuser hatten gedacht, wir verkaufen nicht, bis wir unglaublich viel Geld kriegen. Und dann hat das Hotel nach einigen Jahren gesagt, wir kriegen die nicht, wir bauen einfach unser Hotel darum hin. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, die Leute, die das nicht verkaufen wollen, das werden dann trockene Polder in ein wieder vernässtes Gebiet, das geht. In Friesland, in den Niederlanden werden einzelne Bauernhöfe gepoldert, um einen höheren Wasserstand zu halten, als da rumgeht. Das geht alles. Und dann lässt man die Pumpgelder bezahlen von diesen Leuten dort und dann ist das Problem auch schnell gelaufen. Denke ich auch so. Ich habe die Antworten nicht. Ihr habt die Antworten. Ihr müsst daran arbeiten, in eurem Kontext, mit eurer Kreativität. Darum geht es letztendlich. Gut, wir hoffen, dass der gemeinsame Konsens dann nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass also noch was übrig bleibt. Und leider wissen wir ja, dass es Staaten gibt, die sich weder um internationale Verträge noch um internationales Recht scheren. Aber hoffen wir mal, dass in diesem Fall auch wirklich alle Staaten sich daran halten, bei diesem dringenden Problem. Interessant sicherlich die Frage der Ökonomie. Sind zum Beispiel schon ökonomische Kollegen von Ihrer Fakultät oder in Rostock daran beteiligt und haben mal die Bewertung der Palido-Kulturen aus ökonomischer Sicht vorgenommen? Ja. Denn das ist ja letztendlich dann der Anreiz für den Flächenbesitzer, für den Landwirt. Ich habe heute festgelegt, dass 24. Mai Sabine Wichmann ihre Doktorarbeit verteidigt. Das geht über die Ökonomie von Palydokulturen, mhm. Ja. Schilfanbau, Torfmoosanbau. Sebastian Wagner in Rostock, um jemanden zu nennen, da wird tüchtig angerechnet. Mhm. Okay. Zum Beispiel, um mal was zu sagen, wir wissen, dass diesen Torfmoosanbau, wie wir sie in Hankhausen haben, wenn wir eine 30% höhere Produktivität haben, kann er ohne Problem auf dem Markt konkurrieren mit Torf aus fossiler Herkunft. Mhm. 30% Produktivitätserhöhung haben wir jetzt schon geschafft. Wir haben gesagt, wir machen das Projekt Mooszucht. Wir haben überall in Europa Torfmoose gesammelt und die angebaut. Und wir haben von schwachem Papillosum einfach eine Sippe gefunden, die ist 40% mehr produktiv. Mhm. Damit schaffen wir es, die auszu konkurrieren. Und darum geht es letztendlich. So die Möglichkeiten, um das zu tun, sind nicht so gering. Und sicher, weil da müssen wir natürlich auch über nachdenken. Wir reden bei dieser Wiedervernässung über Ökosystemdienstleistungen, die Geld bringen. Die muss man natürlich auch entlohnen. Sag mal, das Payment for Ecosystem Services muss ein Teil der Landnutzung werden. Und dann läuft alles. Wenn man bedenkt, dass, sag mal, ein Maisacker auf Moor einen Schaden zubringt von 4.000-5.000 Euro pro Hektar pro Jahr, wenn das richtig, das bezahlen wir jetzt. Hä? Wir müssen das kompensieren. Wenn wir das richtig auf den Produzent zurückbringen, dann hört er das sofort auf. Wenn wir diese Betrachtungsweise mitdenken, dann geht das laufen. Wir haben soziale Prozesse, die vollständig sich geändert haben in den letzten Jahren. Was Fridays for Future bedeutet hat, unsere größte emittente Fläche, der Friedländer Große Wiese, die Bauern, die kommen jetzt zu uns und sagen, hilf uns hier raus. Wir haben niemals gehört, die kriegen jetzt ihre Kinder und die sagen, Vater, bist du einer der Arschlöcher, die unsere Zukunft verbratet? Und die wollen das nicht. Die Kinder denken auf andere Weise, die greifen sich an. Das spielen Mechanismen, die Sache ermöglichen. Das müssen wir auch sehen. Gut, wollen wir positiv denken und weniger Schuldzuweisungen vornehmen. Ich denke,
Wir haben ein bisschen überzogen, aber das war es wert. Vielen Dank für diesen spannenden und leidenschaftlichen Vortrag. Ich glaube, Sie müssen noch mal kommen und uns über die Schönheit des Moores etwas erzählen. Das, ja. Denn da können Sie sicherlich auch viele schöne Bilder zeigen. Natürlich. Wenn ich durchs Kaltenhofer Moor gehe, hier in der Nähe, was übrigens ein wiedervernässtes Moor ist, dann genießen wir bei jedem Spaziergang, wie sich das Moor jetzt entwickelt und welche neuen Pflanzen sich da ansiedeln und Tiere. Also, das wäre vielleicht noch mal ein Grund, dass wir Sie dann noch mal einladen. Wir in diesem Sinne, vielen Dank, Herr Justen, ja, und gerne. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank. Gut, jetzt kann ich dieses abschalten, denke ich. Hm?